So, hallo Erwin, schön, dass du hier im Videointerview mit mir bist. Servus, Sandro. Schön, dass es geklappt hat. Wir versuchen es ja schon länger und jetzt haben wir es geschafft, uns hier zusammenzusetzen. Ich finde es super spannend und sehr gut. Ich kenne ja ein bisschen deinen Fall und ich glaube, die heute hier zuschauen, können da auch viel lernen aus dem, was du gelernt hast dabei. Vielleicht stellst du dich einfach mal kurz vor und schilderst auch dein Fall, was du mit Jugendämtern, Familiengerichten zu tun hast. Ich fange mal an zu lachen. Also, ich heiße Erwin Prüfer, ich lebe in Wetzlar, werde im Juli 60 Jahre alt, ja, habe vier Kinder in zwei Generationsstufen. Also die Ältesten sind über 30, ja. Und dann gab es nochmal, wie sich das so nennt, ein Nachzügler. Ja, der Junge ist jetzt 13. Ich habe mit der Kindesmutter ein gemeinsames Kind, das ist richtig. Ich habe mit der Kindesmutter nie im Leben zusammen gelebt. In keiner häuslichen Gemeinschaft, in keiner Lebenspartnerschaft, geschweige denn, dass wir verheiratet gewesen sind. Ja, also so ähnlich, mein, lach jetzt nicht, aber so ähnliches Verhältnis wie vielleicht beim Boris Becker in London in dem Hotel. So, Na ja, gut, gut. es muss ja nicht unbedingt in der Besenkammer geschehen sein. Also das klammern wir jetzt mal aus. Aber wirklich auch keine Partnerschaft, keine Beziehung, also gar nichts. Ne? Und dann hat es einige, ja, Gerichtsbeschlüsse gegeben. Und der letzte Gerichtsbeschluss vom OLG Frankfurt, da steht dann drin, aus der Ehe ist entstanden. Also für das Oberlandesgericht Frankfurt gilt der Junge als ehelich geboren. Aber ihr wart nicht Wir verheiratet. waren nicht verheiratet. Nein. Das ist ja dann eine falsche Feststellung vom Gericht. Eine falsche Feststellung, ja. Und zwar, so glaube ich, das weiß ich jetzt nicht, um eine Legende zu zementieren. Ja, eine Legende, einen ja, logischen Anstrich zu geben. Weil also Tatsache ist, da brauchen wir, glaube ich, gar nicht weiterreden, ist, für Kinder ist es schlecht, wenn sie in einem Haushalt groß werden, aufwachsen, wo es zu Polizeieinsätzen kommt, wo sich Geschwister, Erwachsene, also sage ich mal, die Türen ein, nicht nur sage ich mal, sondern es war so, Türen eintreten und sich auf die Nase hauen, brüllen, schreien, solche Sachen sind natürlich für Kinder nicht gut. Braucht man gar nicht Also, drüber reden. wenn ich dich richtig verstehe, du hast einen Sohn, einen Nachzügler sozusagen, mit einer Frau, mit der du nie verheiratet warst. Das heißt, eigentlich hast du ja dann erstmal kein Sorgerecht, es sei denn, die Mutter willigt ein oder du gehst eben vor Gericht und erkämpfst dieses Sorgerecht. Jetzt hat das Oberlandesgericht aber interessanterweise wahrheitswidrig festgestellt, das Kind sei aus einer Ehe hervorgegangen, womit du ja automatisch das Sorgerecht hast. Ja, so theoretisch jetzt, ne? Es ist aber so, dass die Kindesmutter hat noch zwei weitere Kinder. Ja, einer ist jetzt 19, also volljährig, und noch eine Tochter, die ist 9. Ja, und diese drei Kinder sind von drei verschiedenen Vätern. Nichts Ungewöhnliches. Ja, hat schon immer gegeben. Also, es, ne? Nur sie hat mit dem Kindesvater der jüngsten Tochter zusammengelebt. Wie lange genau, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass sie zusammengelebt haben. Ich habe beim Umgang meinen Sohn abgeholt, das ist richtig, aber seit 2012 nur auf dem Bürgerstand. Ja, also er ist damals 5 Jahre alt gewesen und ein 5 Jahre altes Kind kann die Treppen von alleine runtergehen. Ja, so. Und wie es jetzt so genau in dem Haushalt gewesen ist, weiß ich nicht, weil ich war nicht dabei.
Nur was ich gelesen habe, ist anhand von Berichten, dass es dort zu Polizeieinsätzen gekommen ist. Das dann auch, gib uns doch mal noch so den Gesamtüberblick. Also du hast 4 Kinder. Wie oft siehst du die Kinder? Wo leben die? Die sind erwachsen. Also die leben in Frankfurt, die leben in Bonn. Und der andere wohnt hier 15 Kilometer weiter. Die sind erwachsen, sind im Beruf. Also ist ein völlig, sag ich mal, ja, wie oft siehst du deine Eltern? Ja? Also völlig, man geht natürlich zum Geburtstag hin, Ostern, Weihnachten und zwischendurch mal ruft man mal an, wie geht es, was machst du? Ja, also das ist... Also 3 von 4 Kindern sind erwachsen und es geht jetzt um ja, das eine Kind, den Nachzügler. Ja, der ist jetzt wie alt? Der wird nächsten Monat 13. 13. Und wo lebt der? Der lebt seit 1,5 Jahren bei seiner Mutter wieder. Und der hat vorher bei dir gelebt, oder? Er hat vorher bei mir gelebt. Ich hatte das alleinige Sorgerecht für ihn. Obwohl wir nicht verheiratet waren. Also es ist eine, rund die ersten 3 Jahre wollte die Mutter keinen Kontakt zwischen Sohn und mir. Ja, okay. Ab 2010 gab es dann Umgang. 2011 eine gemeinsame Sorgerechtserklärung, ja, beim Jugendamt. Wir haben bis 2014, also 4 Jahre, eine Art Wechselmodell praktiziert. Ja, also von 360 Tagen, 179 Tage da, 181 Tage dort. Ja, wir wohnen von der Entfernung her 2,5 Kilometer auseinander. Das ist alles, was man überbrücken kann. Also andere Paare oder andere Eltern, die leben weiter weg. Und da ist also ein Wechselmodell zum Beispiel äußerst schwierig. Bei 20, 30, 50 Kilometer Entfernung. Ne? Okay. Nur war es so, dass in dem Haushalt von der Kindesmutter tatsächlich es zu Übergriffen kam, zu Polizeieinsätzen. Ja? Das Jugendamt war dort involviert von morgens bis abends mit Hilfemaßnahmen. Und mein damals 7 Jahre alter Sohn, der wollte dort in dem Krach nicht mehr leben. Ganz schlicht und ergreifend, er wollte nicht mehr leben und hat auch, und das ist auch also richtig, Kinder tragen tatsächlich die Symptome eines Konfliktes, so nennt sich das, nach außen. Ja, also wir hatten das dann so formuliert, also ich mit ihm, weil er im Kindergarten dann sich im Ton vergriffen hat, ja, habe ich ihm gesagt, wir reden Deutsch, es gibt Chinesen, wir reden Chinesisch, verstehe ich auch nicht, es gibt eine Schreisprache, es gibt eine Streitsprache, ja, und die passt nicht überall also hin. So, dass man die Kurve, sage ich mal, dass er gelernt hat, dass es 2 verschiedene Welten gibt, die unterschiedlicher für ein Kind nicht sein können. Ja, also hier ist es in meinen 4 Wänden, hat es nie Polizeieinsätze gegeben, es gab nie irgendwelche Jugendamtsaktionen oder was der Kuckuck war. Ja, also zwei verschiedene Welten. Also die einen Geschwister sind Akademiker, die haben sich seit der Geburt um ihren Bruder gekümmert, seitdem er so groß war. Ja? Und auf der anderen mütterlichen Seite ist halt einfach anders. Ja? Und dann 2014, dann 2013, wollte er dort nicht mehr leben. Ja? Und die Schule hat angefangen, sage ich mal so, von denen, da muss man gucken, da sind wieder neue Lebensabschnitte. Ja? Dann habe ich das Sorgerecht beantragt. Das habe ich auch 2014 vom Familiengericht hier in Wetzlar zugesprochen bekommen. Und dann ist etwas angefangen, was ich nicht glaubte, dass so etwas beginnen kann. Alle 3 bis 4 Monate dabbelt die Kindesmutter zu ihrem Rechtsanwalt und der stellt einen Antrag auf Umgang. Alle 3 bis 4 Monate. Wir hatten 2014 zum Beispiel
eine Ferienregelung. Du fährst in die Ferien, die ersten 14 Tage und dann die letzten, so wie das halt so ist, ne? Ich sitze gerade im Auto, fahre 5 Stunden, 6,5 Stunden, schon kriege ich die erste Anruf, wo bist du da? Obwohl es abgesprochen war, ja? So, dann kommt man nach den Ferien wieder. Das erste Umgangsverfahren, dann das zweite Umgangsverfahren, dann wird der Sohn nicht von der Schule abgeholt. Wir haben das nämlich so vereinbart, regelmäßig alle 14 Tage, donnerstags nach der Schule bis montags früh in die Schule. Das ist Umgang. Ja, also liebe Mutter, hol den Jungen ab von der Schule. Sie hat nur 700 Meter bis zur Schule gehabt. Ja, und bring ihn dann am Montag hin, damit wir uns als Erwachsene nicht begegnen müssen. Ne? So. Und da hat es Tage gegeben, da hat sie ihn nicht abgeholt. Und hat dann so getan, als ob ich ihn abgeholt hätte. Ja, so. Und das Ganze hat sich dann gezogen über die Jahre bis zum Jahre 2018. Sie hat uns beobachtet, hat uns bespitzelt. Freunde, musst du dir mal vorstellen. Ja? Also der Junge kriegt Dinge, die er gerne gemacht hat, verboten. Du darfst nicht in Sport gehen, du darfst nicht in den Garten gehen und sonst irgendwie. Ja? Und man fragt sich natürlich, ist das Fantasie des Kindes? Spielt ihr jetzt die Eltern gegeneinander aus oder was ist das? Ja? Warum macht er auf einmal Dinge nicht mehr, die er immer gern gemacht hat? Aus welchem Grund? Ja? Und dann habe ich das Gefühl gehabt und er hat auch gesagt, dass seine Mutter immer dort auftaucht, von dem sie gar nicht wissen kann, dass er dort ist. Und einmal, das war eigentlich so im Nachhinein, ist das eigentlich richtig witzig, also Anführungsstriche unten oben. Wir sind im Schwimmbad gewesen, da ist ein Junge im Wasser und er sagt, das ist dein, das ist dein. Ja, Gott, Kinder, kennst du aus dem Kindergarten? Nein, kenne ich nicht. Papa, das ist deren. Ja, und was willst du mir damit sagen? Und dann hat sich die Mutter des Kindes umgedreht. Und als ich die Mutter des Kindes gesehen habe, die sah nämlich genau, das war die Schwester von einer Nachbarin. Und dann war auch so, das Kind war da, die Schwester der Nachbarin war da und ein Mann war dabei, der Vater. Und wenn man regelmäßig 2 bis 4 Mal ins Schwimmbad in der Woche geht, da kennt man ja die Gesichter. Man weiß zumindest nicht persönlich, aber man sieht sich. Siehe da, und das war ein Mann. Der Vater, wie gesagt. Ne? Der ist mir aufgefallen die ganze Zeit, weil er solche abstehenden Ohren hat. Gut, der sieht halt so aus. Wir haben uns ein bisschen unterhalten und dann kam dann halt raus, dass er hat es gut gemeint. Die Mutter hat gesagt, jetzt wo er das Sorgerecht hat, dann macht er nichts mehr mit dem Kind, also quasi nur Fernseh, Pizza und fertig, ja. Und er ist dann gesagt, gut, ist in Ordnung, ich kümmere mich nicht mehr drum und hat ihr dann bestätigt, nee, er war im Sport, er hat das gemacht, die haben dies gemacht und dem Jungen hat sie gesagt, ich habe dir doch gesagt, du sollst das nicht tun. Okay, das ist mir das erste Mal die Schublade runtergefallen. Dann hat sie ihn beobachtet und beobachten lassen auf dem Weg in die Schule und zurück. Also folgendes. Das Sorgerecht wurde mir 2014 übertragen. Er war dort in der 2. Klasse in einem Ortsteil in der Grundschule. Diese 2,5 Kilometer. Und ich habe ihn hin und her gefahren, seitdem er im Kindergarten war. Ja, also 4 Jahre. Dann kann ich noch weitere 3 Jahre die 2,5 Kilometer fahren. Geht, gar kein Thema. Damit es die Mutter leichter hat, was ihren Umgang betrifft, weil sie kein Auto hat. Ja, sie hat 700 Meter, kann ihn hinbringen, fußläufig, passt alles. Ein Jahr lang habe ich ihn da also an dieser Schule gelassen. Und dann hat die Mutter, die Kindesmutter in dem Ortsteil, ein Gerücht in die Welt gesetzt. Das wiederhole ich jetzt nicht. Dieses Gerücht ist auch vom Jugendamt überprüft worden, ob da was dran ist.
Ja, da war nichts dran. Also einfach nur eine falsche Behauptung, falsche Beschuldigung. Nur das hat dazu geführt, dass dann in der Schule, in der Klassengemeinschaft halt getuschelt worden ist. Hast du schon gehört? Ja, könnt ja doch vielleicht, wir wissen es ja nicht. Ne? So. Und da waren gerade die Sommerferien rum und dann habe ich halt den Jungen in die Schule eingeschult, die er hier fußt, wo er eigentlich, die für ihn zuständig ist. Ja, habe ihn dann umgeschult und hat es die Mutter halt weitergehabt. Aber sie hätte diese Dinge nicht von sich geben sollen. Ja, und das ist mir dann ausgelegt worden. Es hat einen plötzlichen Schulwechsel gegeben wegen einer persönlichen Befindlichkeit wegen mir. Ja, also es wird gedratscht hinter dich, hinter deinem Rücken quasi oder auch, man kriegt es mit. Die Klassenkameraden haben auf einmal keine Zeit mehr. Ja, da fragst du dich, was ist da jetzt los? Ja, und dann kommt zwei und zwei zusammen, sagst du dir, okay, das liegt daran. Ja, und dann schulst du den Jungen um. Nicht um die Mutter zu ärgern, sondern es geht mehr um das Kind. Ja, er ist ja in der Klasse dann, naja, ausgegrenzt worden. Ja, also es hat angefangen auszugrenzen. Und weil das halt vor den Sommerferien war, weißt du, dieses Gerücht, das dann kam, ja, dann schulst du nach den Sommerferien um. Ja, und diese ganze Geschichte hat sie dann auch das Beobachten und Bespitzeln lassen, hat sie auch in einem Protokoll, das steht so in der Gerichtsverhandlung, in der Anhörung, steht halt drin. Ich habe gesehen, ja, und mir ist zugetragen worden, wie er in die Schule gegangen ist. Das heißt, sie hat ihn beobachtet. Ansonsten geht's nicht, ja. Und dann im Jahre 2018 ist Folgendes passiert. Wir hatten ja alle 14 Tage Umgang. Also jetzt, ne? So. Und das Wochenende vor den Osterferien war der Junge planmäßig bei seiner Mutter. Ja? Das Wochenende drauf, da haben die Ferien schon angefangen. Ja, da wäre er nicht bei der Mutter gewesen. Und dann ist es so, dass dann die Osterferien anstehen. Aber die Mutter hat im Februar einen Antrag gestellt zur Regelung der Ferien, Ostern, Sommer, Herbst, Weihnachten bis zum Jahre 2024. Also es waren keine Osterferien-Regelungen, die gab es nicht. Ne? Okay. Und dann habe ich meinem Sohn gesagt, du, Ostermontag, Ostereier suchen, 10 Jahre alt, was hältst du davon? Gibt es keine Regelung, also das ist jetzt ein Fragezeichen, wie das jetzt mit Ostern ist. Ne? Was hältst du davon, Ostermontag hinzugehen? Und das war ein Fehler. Ja, dann habe ich dann die Mutter angeschrieben, also er kam am Sonntag, kommt er wieder. Ja, am Montag reden wir drüber, dann schreibe ich der Mutter eine Mail, was hältst du davon? Und auf einmal sagt sie, ich will ihn von dann bis dann haben, dann und dann. Ich, Moment, also Umgang ist kein Wunschkonzert. Ja, einmal willst du es so, dann willst du es so, dann willst du es anders. Ja, und das habe ich mit ihr geschrieben, von Montag bis Donnerstag. Ja, und am Donnerstag habe ich dann meinem Sohn gesagt, also hör mal, deine Mutter möchte dich am Samstag abholen. Sagte er, Moment, also ist ja gar kein Umgang. Ja? Und dann hat er frei. Ja, also Mama, es ist kein Umgang, ich möchte Ostermontag zu dir, du hast keinen Respekt, respektierst mich nicht. Ne? So. Und dann hat sie gesagt, okay, nee, ich komme auf alle Fälle um 10 Uhr vorbei und dann hole ich dich ab und dann können wir miteinander auch reden. Erst reden und dann nehme ich dich mit. Nur, wie gesagt, der Junge wollte nicht. Ne? Und ich habe das Haus mit ihm verlassen, um seine volljährige Schwester zum Bahnhof zu fahren, so 20 nach 9. Und um 10 Uhr waren wir an der Peripherie, so im Einkaufsmarkt, waren wir einkaufen. Sie wollte ja um 10 Uhr hier sein, also 2,5 Kilometer weiter.
Und da ist sie uns hinterhergefahren mit ihrer Freundin. Hat uns dann eine Waschstraße, hat sie dann unseren Sohn und mich gestellt mit ihrer Freundin und ihrer 9 Jahre alten Tochter. Ja, die 2 Frauen stehen vor mir so, so, ja, und schubsen. Ja, und die Freundin schreit samstags 10.05 Uhr oder wie viel Uhr, die Sonne scheint an der Waschstraße. Schreit eine Frau, Hilfe, Hilfe, der Mann gibt der Mutter das Kind nicht zurück. Okay. Und die Mutter ruft, wenn du jetzt nicht mitkommst, dann mache ich deinen Vater platt. Okay. Dann hat sich die Situation aufgelöst nach einer Dreiviertelstunde. Die haben uns festgehalten, also mich, nicht zum Auto gelassen, angerempelt. Und ich hatte meine Hände zu Beginn in der Hosentasche. Beide. Damit jeder Seger im Moment, wo hat er seine Hände gehabt? Habe ich sie vor der Brust, kann ich ja immer noch so stoßen, ne? Ja? Mit dem Ellenbogen. Aber habe ich die Hände in der Hosentasche? Das sieht jeder. Der Mann hatte die Hände in der Hosentasche. So. Und dann hat sich das aufgelöst. Sie hat dann das war der 24.3., sie hat dann einen Eilantrag gestellt zur Regelung des Umgangs für die Osterferien. Hat einen Termin gekriegt. Es gibt einen Beschluss vom Verfassungsgericht aus dem Jahr 2013, das so plötzlich, der hat einen Antrag gestellt, der Anwalt hat einen Antrag gestellt auf Umgang ohne mündliche Anhörung. Ja, im Eilverfahren ohne mündliche, ja, diesen Antrag hätte man rein formal ablehnen müssen. Ja, also weil das Oberst Karlsruhe gesagt hat, nee, sowas macht man nicht. Das ist zu plötzlich für Kinder. Ohne Anhörung, ohne gar nichts. Ne? Aber es gab einen Termin. Gut. Dann hat der Junge dann beim Richter, das war am Donnerstag, also wir standen immer noch unter Schock. Musst dir mal vorstellen, ja? Was da festgehalten wird, brüllt und sonst. Also gibt es dann Donnerstag eine Gerichtsverhandlung und der Junge sagt noch zum Richter, ich möchte nicht die Ferien zu meiner Mutter. Ostermontag möchte ich. Und dann sagt der Richter zu ihm, ach, das ist aber nicht fair. Und Kinder wollen fair sein. Naja, bis Mittwoch, zack, war er dran. Das Jugendamt hat formuliert, es spricht ja nichts dagegen, weil es ja immer vorher Umgang gegeben hat. Warum soll man jetzt auch nicht diese Ferien regeln? Okay. War er bei seiner Mutter. Nach den Ferien, nach den Osterferien, holt sie ihn wieder nicht von der Schule ab. Ja, wieder nicht. Das nächste Mal wieder nicht. Ich frage, ist dir was dazwischen gekommen? Ne? Kann ja sein. Warum gibt es gar keine Antwort? Die Schule hat ja angerufen, gefragt, was denn los? Ja, ich warte, ich Lehrerin warte hier mit dem Jungen. Unterricht ist fertig, alle sind weg. Es ist Freitag, ich möchte auch nach Hause. Dann habe ich einen Freund vorbeigeschickt, der meinen Sohn dann abgeholt hat. Und gut war. Dann sind wir in Reha gefahren, kommen aus der Reha wieder. Und da gibt es wieder eine Gerichtsverhandlung, einen Termin. Das war dann 3 Monate später. Und dann taucht auf einmal ganz plötzlich ein Video auf. Ich habe es nicht gesehen. Wo sich dann Eltern prügeln sollen. Keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe es nicht gesehen. Ich weiß, was ich getan habe. Ja? Und dann wird der Junge in Obhut genommen. Vom Jugendamt. Ich muss auch dazu sagen, ich habe auch dem nicht... A, hat man Druck auf mich ausgeübt, massiven Druck. Ja. Auf der anderen Seite war mir klar, ich kann meinen Sohn vor Übergriffen nicht schützen. Über Jahre wurde er beobachtet und bespitzelt. Ja. Also ich kann es nicht. Also eine Inobhutnahme hat ja auch den Vorteil, dass dann die Gründe, die zur Inobhutnahme geführt haben, ja, durch ein Hilfeplanverfahren rausgearbeitet werden sollen.
Theoretisch. Es gab kein Hilfeplanverfahren. Okay? Ja? Also noch kurze Frage. Dieses Video war anscheinend dann eine Aufnahme von dieser Situation bei der Waschstraße. Richtig. Korrekt. Ja, also es ist folgendes. Am Samstag vor den Ferien passiert das. Also am 24.03. passiert das. Okay? Am 29.03. gibt es eine Gerichtsverhandlung. Kein Wort über ein Video. Okay? 3 Monate später taucht ein Video auf. Der Junge wird in Obhut genommen. Man findet aber nicht raus, warum, was da passiert ist. Okay? Er bleibt in der Einrichtung. Es wird ein Gutachten erstellt, ein neues. Und der Junge geht wieder zurück zu seiner Mutter. Das ist jetzt 1,5 Jahre her. Und seitdem gibt es noch keine Gerichtsverhandlung mehr. Die es vorher alle 3-4 Monate gab. Also von der Seite her ist Ruhe. Ja, Gerichtsverhandlungen sind Ruhe. Tatsache ist, Gerichtsverhandlungen belasten ein Kind. Alle 3 Monate, alle 4 Monate zu Gericht zu müssen. Das hat er jetzt nicht mehr. Ja, das ist richtig. Also denkst du, diese Gerichtsverhandlungen haben dazu gedient, den Sohn zu zermürben? Richtig, nichts anderes. Den Sohn zu zermürben, das Gericht zu zermürben, jeden Einzelnen zu zerhacken. Ja? Und wenn dann, also dieses Video hast du ja nie gesehen. Nie gesehen. Aber die Inobhutnahme fand aufgrund dieses Videos statt. Richtig, ja. Und also, aber es muss doch dann, wenn ein Kind in Obhut genommen wird, innerhalb von 3 Tagen muss doch dann das Gericht eine Eilentscheidung treffen. Es war anders. Also wir haben uns getroffen zur Regelung der Ferien bis zum Jahre 2024. Das war Thema. Okay. Es hat 6 Tage vorher ein Hilfeplangespräch beim Jugendamt gegeben. Ja? Ich habe, und jetzt bin ich im Jahre 2018, ja? Jetzt springe ich zurück auf das Jahr 2017. Im Jahre 2017 hat die Mutter im Herbst eine Kindeswohlgefährdungsmeldung, so nennt sich das wohl, beim Jugendamt wieder abgelassen, also wieder eine falsche Beschuldigung, ja? Ich hätte scharfe Waffen und würde diese scharfen Waffen meinem Sohn zugänglich machen. Ich weiß nicht, ob du das Waffengesetz kennst, aber wer sowas macht, der riskiert 2 bis 3 Jahre Bau. Okay? Ja, also das ist kein Pappenspiel. Und Akteneinsicht, da fing auf einmal an, das Jugendamt ein Stück zur Mauer. Ich wollte Akteneinsicht haben, ach, ja, so hin und her, ne? Sich gewunden und man möchte dann auch nicht sein, Anführungsstriche unten oben, sein Recht durchdrücken, ja? Weil es könnte ja blöd wiederkommen, sage ich mal. So. Also habe ich dann, wie gesagt, das war im September mit dieser Waffe, ja? Dann hat die Kindesmutter wieder zu Dezember eine Gerichtsverhandlung beantragt. Regelung der Weihnachtsferien. Ja, wie das gleiche in Grün. Ja, Weihnachtsferien, das sind 3 Wochen Ferien. Erster Feiertag beim Vater, 2. Feiertag bei der Mutter und dann, ja, ist ja keine große Sache nicht. Ne? Und da wusste ich in dem Moment, jetzt muss ich für meinen Sohn etwas tun. Ja? Und habe dann beim Jugendamt einen Erziehungsbeistand beantragt. Und dieser, muss ich dir mal vor, also klasse. Ich stelle am 29. Dezember einen Antrag für einen Erziehungsbeistand. Am gleichen Tag wird dieser Antrag genehmigt und am 3. Januar findet das erste Gespräch statt. Das wäre nicht gut. Ja? Das ist top. Okay. Dann hatte der Junge einen Erziehungsbeistand. Der Erziehungsbeistand hat dann, es waren sogar 2, also einer für den Jungen und einer für meine Person.
die sich dann untereinander abgesprochen haben. Die haben dann einen Bericht geschrieben. Also hier im Haushalt ist alles in Ordnung. Ich kann dem Jungen Grenzen aufzeigen, ohne ihn einzuschränken. Ich fördere ihn. Alles super gut. Ja? Dann und hast du auch keine Waffen auf dem Frühstückstisch herumliegen. Nein, keine Kalaschnikow, keine Bomben, sonst irgendwas. Ja? Einmal hat sie auch da der Geburtstag gehabt, da hat sie der Verfahrensträgerin erzählt, Eltern hätten ihr erzählt, unser Sohn hätte andere Kinder mit einem Messer bedroht. Die Verfahrensschlägerin spricht ihn darauf an, die Mama hat gesagt, du hast Kinder mit einem Messer bedroht. Jedenfalls steht das so dann in dem Bericht der Verfahrensschlägerin, dass der Junge total erstaunt gewesen ist. Darüber, wie seine Mutter sowas, das belastet ihn ja auch, wieso redet meine Mutter so? Ne? Jedenfalls war dieser Erziehungsbeistand, die haben das geschrieben, also super gut. Dann hat man diese Hilfemaßnahme, diesen Erziehungsbeistand, der wurde erst genehmigt von Januar 18 bis September 18. Und aufgrund dieses Gespräches im Juni hat man diesen Erziehungsbeistand für den Jungen, weil er ihm gut getan hat. Ja, es gibt auch wirklich beim Jugendamt vernünftige Leute, so ist das ja nicht. Ne? Sind nicht alle durchgeknallt. Hat man diese Maßnahme verlängert bis zum März 2019. Jetzt gehst du in so eine Gerichtsverhandlung 6 Tage später. Es taucht ein Video auf, von dem du bist völlig überfahren. Der Richter ist auch überfahren. Und jetzt wird zum Thema ein Ereignis, bei dem keiner dabei war, ja, außer denen, die betroffen waren, zum Thema gemacht. Also sich raufende, schlecht benehmende Eltern, seit Jahren der Streit und Polizeieinsätze. Moment, nicht in meinem Haushalt, ja, sondern dort, da war das drin. Und da denke ich, habe ich mir gedacht, okay, jetzt kannst du nichts anderes mehr tun. Ja, denn wenn jetzt nicht etwas passiert, was den Jungen tatsächlich schützt, weil ich kann einem 11 Jahre alten Kind nicht den ganzen Tag hinterherlaufen. Geht nicht. Ja, also er ist 11 Jahre alt, er kann noch rausgehen, sage ich mal jetzt, ohne beobachtet zu werden. So. Und dann hat dann der Richter, also der Familienrichter, 2 Verfahren eingeleitet. Eins nach 1666, ja, und ein Verfahren nach 1696. War die Sorgerechtsübertragung seinerzeit auf meine Person, ist sie heute noch richtig? Ja. Mhm. Aber zu dem Zeitpunkt war ja dein Sohn schon in Obhut genommen. Das war am gleichen Tag quasi. Am gleichen Tag. Ja, okay. Und dann gehe ich hin und dann ist er in dieser Obhutnahmestelle da, ne? Und die Leute, also sowas Freundliches habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt, aber aalglatt. Ja, aalglatt. Man hat auf einmal angefangen, den Jungen abzuschirmen. Absolut. Es waren ja Ferien, dann hat er als Freizeiten war er angemeldet. Ich habe auch eine Reha für ihn im Eilverfahren bei der Krankenkasse erwirkt. Aufgrund dieses Ereignisses von dieses Überfalls. Ja, ich kann das nicht einfach jetzt unbearbeitet lassen. Geht nicht. Ja, also er muss das bearbeiten. Und da hat die Krankenkasse ihm eine Reha bewilligt. Das hat man in der Einrichtung gecancelt. Er sollte zur Erstkommunion gehen, hat man gecancelt. Die Oma wurde, seine Großmutter wurde in dem Jahr 85, ich meine, es ist ja was, ne? Durfte er nicht hin, musste ich zu Gericht, da bin ich zu Gericht gegangen. Das kann ja nicht sein. Die Oma wird nur einmal im Leben 85. Ja, was soll denn das?
Und dann hat man also ihn und mich völlig auflaufen lassen. Und nach 4 Monaten habe ich dann bei dem Einrichtungsleiter angerufen und habe mal gefragt, was denn los? Ja? Und siehe da, dann hat der Mann mich geknickt und gefaltet. Wie ich noch nie in meinem Leben geknickt und gefaltet worden bin. Er hat mich für den Lebensgefährten der Mutter gehalten. Ich war doch bei Ihnen, Sie standen am Fenster, Sie haben mich oft genug nicht reingelassen. 3 Tage später nach diesem Telefonat sehe ich den Mann in der Einrichtung, habe da meinen Sohn besucht und da hatte Briefe in der Hand, weil die Verteilter, die Post, ne, sag ich, wer ist denn das? Ja, das ist der und der, ne? Das ist der Herr Schmidt. Und ich aufgestanden, sagt Herr Schmidt, Prüfer, kennen Sie mich? Nö, ich kenne Sie nicht. Aber da waren schon, da war Ende Oktober, Anfang November, da waren die Weichen gestellt. Die Weichen waren von Anfang an gestellt. Also der Sachbearbeiter beim Jugendamt, wo wir ein paar Tage vorher diesen Hilfeplan gemacht hatten, ja, der wurde weggenommen und es kam ein neuer dazu. Ein neuer Falleigner. Im Jahre 2019 habe ich erfahren, dass der neue Falleigner der Sohn, der leibliche Sohn der Einrichtungseltern ist. Okay? Der Einrichtung, wo dein Sohn untergebracht war. Ja, richtig. Also, der Einrichtungsleiter, ja, der Einrichtungsleiter und der Sozialarbeiter dort kennen tatsächlich die Familienverhältnisse der Kindsmutter. Kennen sie. Mich nicht. Ja, weil bei mir war keiner. Ja, bei mir war keiner. Ich bin dort nie aufgetaucht. Ich habe 2012 das letzte Mal die Wohnung dort betreten. Ja, ansonsten gar nicht. Also, weil ich weiß, dass sie in Konflikte zieht. Das weiß ich. Ja? Und dann wird der Falleigner ein anderer, der heißt Dobrik, und die Eltern heißen Schmidt. Kommst du auch nicht drauf. Ein Dreivierteljahr später, ja, das sind meine Eltern. Also man hat uns verwechselt, die Väter verwechselt, ja, und was macht der Sohn? Er steht zu seinen Eltern, logischerweise, ja. Und das waren die Weichen. Also man hat das Kind stand vor der Alternative. Entweder bleibst du im Heim, bis dass du volljährig bist, ja, oder du gehst zu deiner Mutter zurück. Jetzt warte mal. Also man hat beim Jugendamt gewusst, dass der neue Partner der Mutter deines Sohnes nicht gut für das Kind ist. Ja, das hast du herausbekommen, weil man dich mit dem verwechselt hat. Ja, richtig. Dann hat man deinen Sohn in Obhut genommen, wegen einem Video, das du nie gesehen hast, wo irgendwas behauptet wurde, da hätten Eltern gestritten, sich geschlagen, was weiß ich ja, was. Gegenseitige Beleidigung, Beschimpfung, was da. Ja. Also, das heißt ja, du konntest ja gar nicht dein rechtliches Gehör wahrnehmen. Du konntest ja das Video Klappe nicht sehen und die Klappe halten konnte ich, ja, richtig. Mhm. Okay, und dann ist es so, bei dir war nie irgendwas. Das heißt, man hätte ja deinen Sohn gar nicht im Heim behalten können. Der hätte ja dann eher zu dir sollen. Ja. Aber dann wurde der Fallbearbeiter gewechselt und es war dann der Sohn derjenigen, den das Heim gehört, wo dein Sohn untergebracht war. Richtig. Und die auch den Halbbruder gekannt haben. Ja, also ich muss dazu folgendermaßen sagen, der Halbbruder, ja, der jetzt volljährig ist, der hat eine Karriere hinter sich gelegt, die er nicht zu vertreten hat, diese Karriere, ja, die eingebrockt worden ist. Er hat immer erzählt und immer gesagt, was ihm widerfährt. Aber man hat ihm nicht geglaubt. Okay? Aber das ist jetzt eine andere Geschichte.
Daher kannten der Einrichtungsleiter und sein Mitarbeiter die Familienverhältnisse. Ich verstehe das schon, dass wenn man sich ja sagt, ah, den einen haben wir jahrelang wie immer rein, raus, rein, raus, rein, raus gehabt und jetzt kommt der Nächste, ja, der geht weder zu dem einen noch zu dem anderen, der soll ein besseres Schicksal haben. Das verstehe ich schon. Aber was ich nicht verstehe ist, dass man zu Beginn der Inobhutnahme sich nicht mit dem Sorgeberechtigten an den Tisch setzt und sagt so, wer bist du eigentlich? Guten Tag. Ja, okay. Das sind die Informationen, die wir vom Jugendamt bekommen haben. Muss man ja nicht schwarz auf weiß vorlegen, aber man kann es ja sagen. Was ich noch nicht verstehe, ist, warum, wenn denn das Jugendamt die Verhältnisse durch den Halbbruder bei der Mutter kennt, warum nötigen die dann deinen Sohn und sagen, entweder du bleibst hier im Heim oder du gehst zur Mutter. Warum soll er nicht zu dir gehen? Kann ich nur, also gibt es, einmal ist es so, du kannst diese Person, diese Mutter, diesen Menschen, ja, der hält sich ja an keine Regeln. Den kannst du nicht einsperren, sage ich mal jetzt, nicht an die Kette legen, ja. Also es sind so viele Fehler in der Vergangenheit gemacht worden. Ja, also ich sag mal so, das erste Mal wird mir was vorgeworfen. Es gibt keine Rüge dafür. Ja, Streit der Eltern, gegenseitige Beschuldigung, bla bla, mehr nicht. Anstatt zu sagen, Moment, wenn Sie solche Gerüchte in die Welt setzen, leidet Ihr Sohn darunter und Sie haben jetzt die Konsequenzen zu tragen, dass der Kindsvater, der das Sorgerecht hat, auch die Verantwortung hat, ihn in die Schule umgeschult hat, in die er eigentlich hingehört. Das Entgegenkommen von ihm, Ihnen gegenüber, zieht er zurück aufgrund Ihres Verhaltens. Das wäre der richtige Weg gewesen. Ja? Und anstatt zu sagen, ich habe Angst vor der Frau, bin paranoid, ich fühle mich verfolgt von ihr. Ja? Und dann steht aber, wie gesagt, im Beschluss, im Protokoll drin, der Anhörung, ja, ich beobachte, ich habe meinen Sohn beobachtet und ich lasse ihn beobachten. Also bin ich nicht paranoid? Bilde ich mir das? Ach so, nicht. Das Jugendamt behauptet, du seist paranoid. Ja, ja, du hättest deinen Sohn wahrscheinlich aus der Schule genommen, in eine andere getan, weil du narzisstisch bist und ihn für dich behalten willst. Ja. Ja, du willst ihm die Kontakte wegnehmen. Das hat das Jugendamt alles behauptet und deshalb darf dein Sohn Richtung nicht zu dir. Ja, ja, richtig. Okay, jetzt gibt es ja da die Jugendamtsebene. Was ist mit der Gerichtsebene? Du hast gesagt, es gab ein Verfahren nach 1666. Also Kindeswohlgefährdung um 1669 wegen Sorgerechtsentzug. Genau. Was ist auf der Ebene geschehen? Aber das ist witzig. Fast, wenn es nicht so traurig wäre. Ja? Man hat also diese zwei Verfahren eingeleitet. Und da bin ich jetzt gerade aktuell. Also, ich muss Folgendes dazu sagen. Das Ganze ist jetzt circa 2 Jahre her. Ich habe ungefähr über 1,5 Jahre gebraucht, um es zu realisieren, was da eigentlich passierte. Das musst du erstmal verstehen. Du musst erstmal begreifen, dass man dich als dissozial bezeichnet, als weiß der, also man hat mir ja Dinge an den Kopf geworfen. Ich hätte sogar Hilfe für meinen Sohn nicht abgelehnt, sondern durch meine Sturheit oder durch meine was der Kuckuck was verhindert. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Ich habe für meinen Sohn Hilfe installiert. Es ist ja so, der 1666, entweder gewillt und in der Lage. Ich war gewillt und auch in der Lage. Ich habe meinen Sohn zum Beispiel, der hat an Kursen teilgenommen über ein paar Wochen für Angehörige, Kinder, deren Angehörige psychisch krank sind. Weil ich, ja, sowas, also auf Anraten von Ärzten, ja, Reha gemacht und, ja. Und diese Dinge hat man mir dann vorgeworfen.
So, und jetzt zu dem Verfahren, was du gesagt hast. Ne? Dann hat man also den Jungen in Obhut genommen, hat zwei Verfahren eingeleitet. 635, 636. Und das 635er Verfahren, Kindeswohlgefährdung, hat man hier in Wetzlar nicht mehr betrieben. In Sand aufgelöst, in Luft aufgelöst. Also betrieben, man hat den Jungen angehört im 635er, gleich am Anfang. 635 ist die Nummer des Aktenzeichens, nehme ich an. Ja, genau. Ja. Na, so. Da hat man den Jungen befragt. Okay. Das Gutachten hat man gemacht, aber in dem Verfahren 636. Okay. Und in dem Verfahren 636 hat man dann im Januar mir die Sorge abgenommen und der Mutter übertragen. Und das geht doch, das Gericht muss doch bei einer Inobhutnahme durch das Jugendamt. Aha. Das Jugendamt muss eigentlich innerhalb von 3 Tagen beim Gericht einen Eilantrag stellen, dass das Kind auch in Obhutnahme bleibt. Und dann entscheidet das Gericht, ob die Inobhutnahme gerechtfertigt war oder nicht. Oder nicht. Jetzt ist Folgendes. Da die Inobhutnahme in Anwesen, da war das Gericht dabei. Und weil man die Pistole auf die Brust gesetzt hat. Ja, und ich glaubte, dass es ein Hilfeplanverfahren gibt. Also die Inobhutnahme fand dann bei Gericht statt, während du mit deinem Sohn beim Gericht warst. Ja, richtig. Ja. So. Aha. Ich habe gegen die Inobhutnahme, da bekam ich ein Stück Papier, ja, Stadt Wetzlar steht drauf, wir haben Ihren Sohn in Obhut genommen, setzen Sie sich bitte mit dem Jugendamt in Verbindung, zwecks Einleitung eines Hilfeplanverfahrens. Also warte, du bist beim Verfahren vor Gericht mit deinem Sohn, weil der da angehört wird und dann legt man dir in der Verhandlung ein Papier hin und da steht drauf, wir haben Ihren Sohn in Obhut genommen. So ähnlich. Ja. Ja. Da kommst du aus der Nummer nicht mehr raus. Steckst du nicht dran. Okay? Und dann habe ich also mich mit dem Jugendamt in Verbindung gesetzt, wegen diesem Hilfeplanverfahren. Keine Antwort. Ja, null. Dann habe ich gegen die Obhutnahme Widerspruch eingelegt. Hilfsweise, also einen Antrag auf ein Hilfeplangespräch, um zu prüfen, ob nicht andere Maßnahmen, geeignete Maßnahmen, sinnvoller sind als die Obhutnahme. Zum Beispiel Verwandtenpflege, es gibt da Möglichkeiten. Ja, okay. Aber hilfsweise habe ich dagegen Widerspruch eingelegt. Das war der 4. Juli. Am 5. Juli bekomme ich ein Schreiben, wir haben Ihren Widerspruch in die Rechtsabteilung abgegeben. Also kein Hilfeplanverfahren. Dann hat man dieses, habe ich ja eingangs gesagt, diesen Erziehungshelfer, ja, hat man ja 6 Tage vorher verlängert bis zum März 2019. Diesen Bescheid, Bewilligungsbescheid, bekam ich dann auch mit gleicher Post ein Aufhebungsbescheid über den Erziehungsbeistand. Okay? Woraufhin ich dann zum Jugendamt gegangen, also hingeschrieben habe, ich habe dann einen Antrag auf Beratung für mich selbst gestellt, um zu gucken, um zu erfahren, ob ich mich auf die geänderte Situation einstellen muss. Ich bin, wie ich sagen, doof, aber ich bin der Bürger, ja. Den hat man mir nicht gewährt, ja, diese Beratung. Und dann habe ich um einen rechtsmittelfähigen Bescheid gebeten. Ja, weil das Jugendamt ist ja verpflichtet zur Beratung. Die können die Beratung nicht ablehnen. Ja, richtig, korrekt. Dann habe ich einen rechtsmittelfähigen Bescheid beantragt. Logischerweise, okay. Auch dieser ist zum Rechtsamt gegangen. Am 5. Juli 2018. Und ich bekam für meinen Sohn Unterhaltsvorschuss. Ja? Und den Unterhaltsvorschuss habe ich verbraucht für ihn. Einmal zum Zahlen der Miete. Ja, jetzt ist der Ton gerade weg. Jetzt ist der Ton wieder da. Ja? Also, ich meine,
der Wohnraum muss ja auch erhalten bleiben. Ja, so. Und dann bekam ich im November einen Rückforderungsbescheid vom Jugendamt über zu viel gezahlte, geleistete Unterhaltsvorschuss. Okay? Verstanden? Na, so. Gegen diesen Bescheid habe ich Widerspruch eingelegt. Ist nichts passiert. Ja? Gar nichts. Im März letzten Jahres bekomme ich einen roten Zettel. Steht darauf, wir fänden bei Ihnen. Ja, Lohn, Arbeitgeber, Rente, Kranken, Konto, was da Kuckuck passt. Ne? Und dagegen habe ich dann beim Verwaltungsgericht Beschwerde eingelegt. Bin ich hingegangen und das Verwaltungsgericht hat dann diesen Bescheid aufgehoben, weil ich ja Widerspruch eingelegt habe und über diesen Widerspruch wurde noch nicht bearbeitet. Der wurde noch nicht bearbeitet. Ja, okay. Dann, das wurde aufgehoben. Dann vergehen ungefähr 4 Monate, kriege ich wieder so ein Stück Papier. Genau das gleiche in grün. Ja, ein Widerspruch muss ja innerhalb von 3 Monaten bearbeitet werden, eigentlich. Eigentlich, ja. Und dann habe ich zum gleichen Bescheid, ja, dann habe ich wieder wollte man fänden, gehe ich wieder zum Gericht. Das Verwaltungsgericht hebt das Ding wieder auf, ja, und ordnet jetzt an den Magistrat der Stadt Wetzlar, doch endlich den Bescheid, den Widerspruch vom November zu bearbeiten. Ja, hatten wir dann Juli, August des darauffolgenden Jahres. Das macht man aus folgendem Grund. Man will den Leumund, also das Jugendamt, arbeitet nach einem bestimmten Muster. Ja, also ich bin Versicherungsmensch, dann nennt man das Tarifmerkmale. Bei der Autoversicherung, wie viele Kilometer du fährst, wie alt du bist und. Und so ähnlich ist es beim Jugendamt auch. Und ein Charakteristikum für nicht gute Lebensumstände ist zum Beispiel Arbeitslosigkeit, Krankheit, Wohnungsnot, Überschuldung und. Ja? Also hat man, ist meine Meinung, ja, hat man versucht, mich finanziell in die Knie zu kriegen, damit ich vielleicht, ob da beabsichtigt worden ist, dass ich die Wohnung verliere, weiß ich nicht. Aber dass ich in Schwierigkeiten gerate, unter Druck gerate. Ja? So. Hat man halt versucht, aber es hat nicht funktioniert. Ja? Jetzt ist es ja, ich würde mal sagen, so ein Nebenschauplatz, weil dein Sohn ist ja in Obhut. Und nochmal meine Frage, gab es denn einen Eilbeschluss zur Inobhutnahme? Nein, gab es nicht. Dann ist das doch nicht rechtmäßig. Dann darf das so doch nicht in Obhut sein. Richtig, völlig richtig. Ja, völlig richtig. 100 Punkte. Ja, 100 Punkte. Also, als ich widersprochen habe, hätte das Jugendamt hat dann 2 Möglichkeiten gehabt. Entweder mir den Sohn zu geben, sagen, holen ab, ja, oder von sich aus das Gericht anzurufen. Und du hättest das Gericht ja auch anrufen können. Ich habe es auch gemacht, ja, aber anders. Ja, aber anders. Also wenn der Richter mir die Pistole auf die Brust setzt, dass er gleich das Aufenthaltsbestimmungsrecht auf das Jugendamt übertragen will, wird, ja, wenn ich nicht mitmache, hat er in 14 Tagen seine Meinung nicht geändert. Wenn ich einem Familienrichter mitteile, das Jugendamt weigert sich, ein Hilfeplanverfahren einzuleiten, was gibt mir der Richter zur Antwort? Ich kann so nicht zwingen. Ich kann so nicht zwingen. Und sicher ist sicher, der Junge ist lieber dort. Sicher ist sicher. Punkt. Ja? Dann hast du nur die Möglichkeit, übers Verwaltungsgericht zu gehen. Ja, und das Verwaltungsgericht hält sich zu so einem Zeitpunkt auch zurück. Ich bin zum Verwaltungsgericht gegangen, ja, weil es hat dann eine Umgangsregelung auch gegeben, nach Wunsch und Wille vom Kind,
Und die Einrichtung macht das genau anders. Also Oma nicht zum Geburtstag und. Ja? So. Und dieses Verfahren hat dann das Verwaltungsgericht an das Familiengericht zurückgegeben. Okay? Das war im Juli. Verhandelt worden ist dann erst im September. Warte, lass mich verstehen. Ja. Am Familiengericht gibt es ja Umgangsverfahren. Ja. Du bist aber zum Verwaltungsgericht und hast gesagt, das Jugendamt setzt den Umgang nicht so um, wie er vom Familiengericht beschlossen wurde. Das ist richtig. Das Jugendamt setzt es nicht so um und die Einrichtung auch. Okay, und damit bist du vor das Verwaltungsgericht? Bin ich vor das Verwaltungsgericht. Das Verwaltungsgericht hat dann gesagt, muss das Familiengericht entscheiden. Muss das Familiengericht entscheiden. Okay? Es ist aber dem Grunde nach, also es gibt ein Umgangsvergleich, gerichtlich gebilligten Umgangsvergleich. Der ist vom 29. Juni 2018. 14 Tage später bekomme ich eine Mail, wir Jugendamt und Einrichtung halten uns nicht dran. Okay? Dann ist das eine reine Verwaltungsangelegenheit. Hm. Ja? Also muss ich zum Verwaltungsgericht gehen. Ja, du kannst quasi eine Verpflichtungsklage machen. Ja, richtig. Ja, so. Aber das Verwaltungsgericht hat mich zurückgeschickt an das Familiengericht. Das Familiengericht hat ja aber keine Weisungs- oder Einordnungsfähigkeit gegenüber dem Jugendamt. Richtig. Also das ist so ein bisschen Ping-Pong-Spiel, ja? Und dann hat es eine Gerichtsverhandlung gegeben, eine Anhörung. Gerichtsverhandlung im September deswegen. Aber mein Geburtstag schon längst rum. Omas Geburtstag war 10 Tage später. Ja, die Erstkommunion war schon erledigt, die Kurse haben angefangen, also wieder geänderte Tatsachen. Okay? An dieser Anhörung waren dabei das Jugendamt und ein Mensch von der Einrichtung. So, und jetzt bin ich wieder bei der Obhutnahme. Ja, wieder am Anfang den zwei Verfahren. Und der Junge sollte in der Einrichtung bleiben, bis zum Vorliegen des Gutachtens oder es zu Problemen mit dem Kind kommt. Dann würde man sich treffen. Ja? Der Junge hat Rotz und Wasser geheult, als er begriffen hat, dass er hier in der Falle sitzt. Am Anfang war er noch überzeugt davon, jetzt gibt es ein Hilfeplanverfahren. Jetzt werde ich vom Staat geschützt. Ja? Aber als er begriffen hat, dass genau das Gegenteil passiert, dann sind ihm die Tränen hier runtergelaufen. Er hat ja begriffen, er soll gebrochen werden, sein Wille soll gebrochen werden. Korrekt, ganz genau, da hat es begriffen. Ja? Wunsch und Wille war ein Wochenende bei der Mutter, ein Wochenende beim Vater. Und dann auf einmal eigene Bestrebung der Einrichtung, ein Wochenende Samstag, Sonntag bei der Mutter, das nächste Wochenende beim Vater Samstag, Sonntag. Ja, nicht zum Geburtstag, nicht zur Taufe der Nichte, er sollte gebrochen werden, so wie du es gesagt hast. Ihm sind die Tränen runtergelaufen. Nur wenn ich dann zu Gericht gehe, zum Familiengericht, und teile mit, der Junge weint und heult dort, Rotz und Wasser, was kriege ich zur Antwort? Och, Prüfer, das erzählst du uns doch nur. Ja? Jedes Mal, wenn du kommst, sprichst du mit deinem Sohn über Dinge, die ihn nichts angehen, die ihm nur das Leben schwer machen. Es ist wohl besser, ihr seht euch mal eine Weile gar nicht. Das ist die Konsequenz. Das ist in 196 Fällen so. Ja? Also habe ich dann bei diesem Verfahren geschwiegen im September. Hab aber gehofft, insgeheim gehofft, was Aufgabe gewesen wäre der Einrichtung, das dem Familiengericht mitzuteilen. Ja? Und ich habe ja für meinen Sohn
nenne ich das jetzt mal drei Hilfslinien, also Auffangnetze. Und das letzte Auffangnetz, das war das Medizinische. Ja? Und der Junge ist regelmäßig zum Arzt gegangen, ja? Und der hat dann im Januar geschrieben, also Bericht, dass es zu Krisen gekommen ist. Dass er sich wieder eingekriegt hat, ja, aber es kam zu mehreren Krisen. Und das hätte man mitteilen müssen. Es gibt einen medizinischen Bericht von einem Neurologen, von einer Fachklinik aus Dresden, dass der Junge keine Ich-Erlebnis-Störung hat, dass er keine formalen Denkfehler hat. Das heißt, das, was er erlebt hat, was er sagt, das hat er tatsächlich erlebt. Da ist nichts manipuliert und indiziert und was der Kuckuck was alles. Und das hat man dir vorgeworfen, dass alles, was der Sohn sagt, ja, über die Mutter, dass du ihm das eingeredet hättest. Und die Berichte aus Dresden, aus dieser Fachklinik, ja, die sind einfach verschwunden, sage ich mal jetzt, in irgendeinem Aktenwerk. Ja, der Hilfeplan beim Jugendamt. Beim Gericht, beim Jugendamt, bei irgendwem, keine Ahnung. Ja, auch dieser Bericht vom Erziehungsbeistand, von den beiden Erziehungsbeiständen, liegt in irgendeiner Akte irgendwo und schlummert. Ja? Aber dann ist doch der Richter, wenn der sowas nicht beachtet, dann ist er doch befangen. So kannst du das sagen. Er ist befangen. Er wollte die Ruhe haben, schätze ich mal. Ja, aber dann, er will ja dann die Wahrheit nicht sehen. Er will die Wahrheit nicht sehen. Und will die Beweise nicht würdigen. Dadurch ist er ja parteiisch. Ja, ja, logisch. Ja, und er hat dann, jetzt gibt es dann nochmal diese zwei Verfahren da, also diese beim Familiengericht, ne? Also ich habe dir auch gesagt, ich habe 1,5 Jahre gebraucht, um wach zu werden, um das erstmal zu verarbeiten, zu realisieren. Ja, und das da kann ich verstehen. Ja. Also du denkst ja gar nicht, dass die so drauf sind, dass die die Dinge drehen. Und dann siehst du das schwarz auf weiß ein Jahr später. Moment, das Verfahren, er hat nicht terminiert. Es hat keine Anhörung gegeben. Es hat kein Hilfeplanverfahren gegeben. Und jetzt kommt's, also das ist auch also ganz interessant. Ich habe am 24. April die Kindsmutter aufgefordert, wie sieht's bei dir aus, Unterhalt? Klassische Frage. Muss man ja manchmal stellen. Ja? Antwort von ihr, ich lasse mir was einfallen. Dann wird der Junge in Obhut genommen, ne? Und am gleichen Tage schreibt ihr Rechtsanwalt, die Forderung nach Unterhalt ist nicht zu realisieren. Der Antrag von mir sei mutwillig, mir die Kosten aufzuerlegen, denn der Junge ist in Obhut. Das wusstest du ja zu diesem Zeitpunkt nicht. Das habe ich ja. Deshalb kann es ja nicht mutwillig sein. Ja, aber das hat das Amtsgericht Wetzlar hier nicht interessiert. Das habe ich geschrieben, sage ich. Also zu dem Zeitpunkt konnte ich das nicht wissen. Ja? Ach, die haben dir dann trotzdem die Kosten aufgestellt für den. Ich habe dann meinen Antrag vom 24.04. zurückgezogen. Ja? Gut, ein Kindesunterhalt, einen Antrag stellst du ja immer im Namen des Kindes. Das heißt, im Grunde ist das Kind dann derjenige, dem die Kosten aufgebürdet werden. Aber ich wusste ja, dass der Junge in Obhut ist und man hat es gedreht. Also lange Rede, kurzer Sinn, 400 Euro in die Tasche oder 500. Ja, also musst du zahlen, du willst oder nicht. Ne? So. Das ist auch mehr ein Indiz dafür, ich sage mal, wenn ich als unbefangen in ein Verfahren gehe mit dem Thema Regelung der Sommerferien bis zum Jahre 2024, dann habe ich das Schreiben, das Kind geht in Obhut, nicht in der Tasche. Das schreibe ich erst eigentlich danach. Und die Anhörung war vorbei, so gegen 17 Uhr. Dann hat das der Rechtsanwalt, der arbeitet nur 500 Meter weiter, ist er schnell rübergelaufen,
Ja, und hat schnell den Antrag geschrieben oder was? Kannst du mir nicht erzählen, ich mir auch nicht. Ja, so. Und auch du das. Du denkst, der wusste vorher schon Bescheid. Er wusste schon vorher Bescheid, ja, richtig. Und dass man von mir, ich habe ja einen Antrag gestellt beim Jugendamt auf Beratung. Für mich selber jetzt, ne? Okay, den hat man ja nicht gemacht, okay. Das, den Unterhaltsvorschuss hat man zurückgefordert von mir mit der Begründung, die Kindsmutter hätte am 8. November das Jugendamt davon in Kenntnis gesetzt, die Unterhaltsvorschusskasse in Kenntnis gesetzt, dass der Junge in Obhut genommen ist. Also, wenn es ums Geld geht, direkt am gleichen Tage, ja, warum wartet denn die Frau mit dem Unterhaltsvorschuss, das zum Thema zu machen, bis November? Juli, August, September, Oktober, November. Warum wartet sie denn 5 Monate? Sie hat nicht gewartet, sie hat es nicht gemacht. Also alles traue ich ihr zu, sage ich mal jetzt, ja? Aber das hätte sie gleich gemacht. Also dein Sohn ist jetzt dann bei seiner Mutter, hast du eingangs gesagt. Das heißt, er hat sich dann entschieden, er will nicht im Heim bleiben, sondern er geht dann lieber zur Mutter. Ja, und du siehst ihn jetzt aber, oder siehst du ihn gar nicht? Regelmäßig. Ich seh ihn regelmäßig. Mhm. Ja, wie oft? Alle 14 Tage, Freitag, Sonntag. Also ja. Du bist zum Besuchspapa geworden? Ich bin zum Besuchspapa geworden, ja. Nachdem du in seinen ersten 3 Jahren hast du komplett auf ihn? Nein, eben nicht. Also die ersten 3 Jahre so gut wie gar nicht. Wer hat auf ihn aufgepasst? Seine Mutter und die volljährigen Geschwister väterlicherseits. Okay, und dann hattest du das Sorgerecht und er war komplett bei dir? Nee, dann hatten wir gemeinsames Sorgerecht von 2000. Mhm. Also bis 2011. Ab 2011. Und habt das Wechselmodell gelebt? Also ja, da warst du gleichberechtigter Elternteil. Nur dann hast du das alleinige Sorgerecht bekommen. Ja. Dann war dein Sohn komplett bei dir und hatte Umgang mit der Mutter. Ja. Dann kam er in Obhut. Mhm. Wegen dem Video, das du nie gesehen hast. Behauptungen, die du nicht widerlegen konntest. Ja. Und dann hat sich dein Sohn notgedrungen entschieden, zur Mutter zu gehen. Nein, nein, nein. Also der Sohn ist dann im Januar 2019, ja, ist er angehört worden in dem Verfahren 636, ja, und hat gesagt, er möchte bei seinem Vater leben. Hm. Die ganze Zeit hat er gesagt, er möchte bei seinem Vater leben. Ja? Okay, aber zu der Zeit gab es dann wahrscheinlich ein Gutachten, das dich als schlechten Elternteil dargestellt hat. Genau, und also beide Eltern sind, kannst du ihn einen Sack, hau drauf, ja, egal. Aber die Mutter ist das kleinere Übel, sage ich mal jetzt. Ja, so hat er das gesehen. Ne? Und der Junge gegen seinen Willen ist er dann, die Verhandlung war der 24. Januar, da ist beschlossen worden, dass der Junge wieder zur Mutter geht. Er hat dann in der Einrichtung sich gewehrt. Er wollte nicht zu seiner Mutter. Und ist dann aber am 15. April, also 3 Wochen später, Quatsch, Februar, 3 Wochen später aus der Einrichtung dann doch zu seiner Mutter, weil man ihm halt gesagt hat, okay, dann bleibst du halt hier. Und in diesem Gutachten stand wahrscheinlich dann drin, dass du paranoid bist und manipulierst und dissozial bin ich, ja. Und sadistisch. Also dissozial ist nicht das gleiche wie antisozial, oder? Das ist in ähnlich, ist die gleiche Richtung. Man sagt okay, das heißt, Arschloch. Das heißt, die Erziehungsbeistände, die da damals bei euch waren, die fanden das toll, wie du deinen Sohn erziehst, aber der Gutachter, der hat dich dann quasi als völlig psychisch krank dargestellt. Der Gutachter. Der Gutachter, weil du das sagst, das ist auch eine ganz klasse Geschichte. Ne? Also nicht nur Geschichte, sondern also ganz toll. Man kann nicht alles im Kopf haben. Geht nicht. Ja?
Und ich bin ein Mensch, ich bin vom Beruf Versicherungsfachwirt. Ich bin auch Werkzeugmacher. Ja, also das heißt... Das erklärt natürlich jetzt alles, warum du dissozial bist und paranoid. Ja, ja, genau. Ja, richtig. Ne? Also wenn du bei der Versicherung, also mit Versicherungen zu tun hast, dann versicherst du die Leute ja wegen Sachen, die geschehen können. Also bist du ja paranoid. Ja, ja. Da kann man ja nicht zweifeln daran. Jedenfalls habe ich dem Gutachter per Mail alles das, was in der, er fragt ja zur Vorgeschichte. Ja, wie war denn das und so, ne? Also habe ich ihm das alles schwarz auf weiß geschickt. Ich habe ihm Arztberichte geschickt. Ich habe ihm den Entwicklungsbericht geschickt. Ja, alles komplett. So. Und jetzt hat der Gutachter etwas gemacht. Klasse. Also, was heißt klasse? Scheiße. Also, ein Gutachten sieht so aus, es hat ein Inhaltsverzeichnis. Ja? Von 1 bis 100. Durch. Okay. Jetzt hat er Folgendes gemacht. Er hat im Inhaltsverzeichnis steht drin, Vorgeschichte. Seite, weiß ich nicht jetzt, 55 bis 60. Ja? Schlägst du die Seite 55 bis 60 auf, findest du die Seitenzahlen, aber die Blätter sind nicht bedruckt. Leer. Leer. Ja? Es gibt keine Vorgeschichte inhaltlich in diesem Gutachten. Die steht im Inhaltsverzeichnis steht sie drin, aber die Vorgeschichte ist leer. Okay? Aus Versehen natürlich, wenn du den Gutachter fragst. Was auch immer. Dann gibt es die Seite 31. Die befindet sich, so blöd wie es klingt, zwischen der Seite 30 und 32. Da finde ich die Seite wieder. Ne? Ich finde die Seite 31 aber auch im 80er-Bereich wieder. Aber diesmal mit unterschiedlichem Text. Okay. Also als ob jemand wie bei einem Fächer oder bei einem Kartenspiel, ja, die Pik 7 aus einem anderen Kartenspiel da reingesteckt hätte. Weil die halt dann zu dem seinem Ganzen passt. So. Und dann hat der Gutachter noch Folgendes gemacht. Er hat das unterschrieben. Ne? Und hat also über der Unterschrift, der Kapitel steht dann drauf, er regt an und er empfiehlt es auch, dass sein Gutachten von der Landespsychotherapeutenkammer in Wiesbaden überprüft wird, weil dort sitzen Leute, dort sitzen Menschen, die familiengerichtliche Gutachten überprüfen. Also wenn der Gutachter, wenn ich es richtig verstehe, behauptet der in seinem Gutachten oder stellt fest, du hättest eine dissoziale Persönlichkeitsstörung. Ja. Und ist der Gutachter denn Psychiater? Weil er darf dann... Er ist absolut. Also, der Gutachter ist forensischer Gutachter. Ja, und ein forensischer Gutachter ist die Crème de la Crème der Gutachter. Ja, also der ist absolut top. Also okay. Er hat die nötigen Approbationen, um er so hat eine ihn, er hat Diagnose ihn, zu stellen. Ja, oder auch nicht. Also er hat keine Diagnose gestellt, er hat geschrieben, akzentuiert. Akzentuiert dissozial. Ja, was immer das heißen. Ja. Und ich habe mich dann, so, und das hat er dann gemacht. Dann hat der Gutachter, dann hat der Richter, der Familienrichter, hat dann... Also ich, so eine akzentuierte Persönlichkeit, das, ich weiß jetzt nicht, welche, Entschuldigung, wenn ich die unterbreche, aber ich habe das auch mal gelesen, da geht es darum, dass du eine Persönlichkeit hast, die in Stresssituationen oder in Traumasituationen, wie auch immer, könnte dieses Verhalten dann verstärkt hervortreten. Das heißt nicht, ja, so. Dass du das quasi eben, ständig hast, sondern ja, akzentuiert... Genau, es könnte ja, sein. Es könnte sein. Ne? So. Das heißt so viel wie, wenn ich ein Auto anfährt
und du kannst den Mund noch bewegen, könnte es sein, dass du sagst, so ein Mist, was ist mir denn hier passiert? Ich bring dich um, du dummer Autofahrer. Und, du könntest also quasi zu einer aggressiven Person werden, wenn man dich anfährt. Theoretisch, zwar, ja, so ähnlich. Ne? Jedenfalls hat der Richter den Gutachter bestellt zur Anhörung. Ja, weil er also in den ganzen Jahren der Verhandlungen, ja, lernt man sich ja kennen, sage ich mal. Ja, okay. Und jedenfalls hat er den Gutachter dann befragt, also er hat ihn eingeladen und hat dann das Erste, was der Richter sagte, so, die Frage ist, die Vereidigung mit religiöser Formel oder ohne religiöse Formel. Worauf sich der Gutachter Dieter Nispel aus Frankenberg sich darauf noch einmal berufen hat, dass ja in der Kammer der Landespsychotherapeuten dort Leute sitzen, die ihn prüfen. Und die Kammer ist auch disziplinarisch eher untergeordnet. Also sie, wenn, ne? Woraufhin dann der Richter auf die Vereidigung verzichtet hat. Aber nichtsdestotrotz, ich habe dann, weil er es ja angeregt hat, dass man da das zu prüfen geben soll, ne, habe ich dann an die Psychotherapeutenkammer geschrieben. Ich habe eine Beschwerde geschrieben. Ja, an die Psychotherapeutenkammer. Und die hat sich erst ein bisschen schwerfällig getan. Ja, wir prüfen, wir gucken und Geduld, so in der Richtung. Ne? Und dann habe ich den 10 Megabyte Daten geschickt. Ja, habe mir das Postfach voll gemacht. Nämlich genau mit den Unterlagen, die ich ihrem Mitglied geschickt habe. Woraufhin ich dann ein Stück Papier bekam und da steht dann drauf, wir prüfen gar nicht inhaltlich das Gutachten. Und damit hat der Gutachter eine falsche Aussage vor Gericht begangen. Und den habe ich angezeigt. Wegen falscher Aussage. Das ist ja nämlich so ein bisschen ein Fall Gustl Mollat, ja, ist ja das typische Schema. Der Gustl Mollat sagt, hier werden Schwarzgelder in die Schweiz transferiert. Ich kann es auch nachweisen. Ich habe Faxausdrucke meiner ehemaligen Partnerin, die kann ich vorlegen. Ja. Und was macht der Gutachter draus? Das war ja damals auch ein forensischer Gutachter, soweit ich weiß, ja, hoch angesehen. Der behauptet, das sind alles nur Hirngespinste von diesem Herrn Mollat. Mhm. Und du also legst alles vor und im Endeffekt sagt der Gutachter, nee, das ist paranoid, das sind Hirngespinste. Richtig, genau so ist es. Verzerrte verzerrte Weltanschauung, bla bla bla. Ne? Und ich habe auch dann in der Beschwerde bei der Kammer ja auch hingeschrieben, also ich bin mollatisiert und missbilliert worden. Ja, das waren dann meine Worte. Ne? Und dann, wie soll ich sagen, also es ist von vornherein, habe ich den Eindruck, es ist von vornherein dieses Ergebnis gewollt worden, ja, und es ist für einen Otto-Normalverbraucher schier unmöglich, dahinter zu steigen, ja, also dahinter, also was ich gemacht habe, was den Dieter Nispel betrifft, es gibt eine Zulassungsstelle in Frankfurt, ja, die hat ihn zweimal geprüft. Also er ist tatsächlich qualifiziert. Ja, er ist kein, es hat ja mal vor Jahren eine Novellierung gegeben, dass man gesagt hat, also Familiengutachter, also Gutachter in Familiensorge, die müssen Psychologen, müssen ein bestimmtes Mindestwissen da sein. Vorher konnte das der Gärtner machen, egal, ob schon stand Gutachten drauf. Ja, also von der Seite her kann der Mann das. Ja, mhm. Und die Kammer, ich habe mich dann beschwert bei der Kammer, ja. Das hat dann gedauert bis zum Februar habe ich mich beschwert, bis September. Wir sind immer noch nicht fertig. Ja, ich habe dann Untätigkeit. Sag ich, jetzt mach doch mal dein Beschwerdeverfahren hier, ne? Hm. Wieder, ich brauche Geduld. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt habe ich aber Geduld. Und zwar jetzt schreibe ich an das Sozialministerium nach Hessen.
Ja, weil das Sozialministerium wiederum die Aufsicht über die Kammer hat. Dass sie nicht in die Strümpfe kommen. Ne? Und woraufhin dann die Kammer in Wiesbaden, die Psychotherapeutenkammer, in zwei Zeilen mir geschrieben hat, das Verfahren ist beendet. Ja? Weil wieder, also eins in dem anderen, also einer, also es ist folgendes, die Kammer deckt den ihr Mitglied. Ja? Sie prüfen nur, ob jemand gegen Berufsehre standesmäß da verstoßen hat. Das hat er ja dem Grunde nach, indem er so eine minderwertige Arbeit abgeliefert hat. Indem er gegenüber dem Gericht behauptet hat, Wiesbaden würde familiengerichtliche Gutachten überprüfen. Er regt das sogar an. Es ist dann nicht nur minderwertig, sondern wahrheitswidrig. Das kommt dazu. Ich meine, was ich dann gemacht habe, war jetzt, ich habe dann, weil er das ja auch nur mit Fachleuten diskutieren wollte, also nicht mit dir und mir, ne? Dann habe ich die anderen forensischen Gutachter, die es gibt hier in Hessen, das sind, glaube ich, nochmal 19 Stück, denen habe ich das hingeschickt mit Strafanzeige. Ja, also ich habe die Strafanzeige mit Nummern, die Beschwerde, das Ganze und habe sie hingeschickt und habe gesagt, jetzt könnte man miteinander darüber diskutieren. Ja, unter euresgleichen. Ja, und das nächste, das muss ich jetzt noch machen, schicke ich noch auf den Weg. Wie weit seid ihr denn? Seid ihr alle so? Weil ich teile das jetzt dem Gesundheitsministerium oder dem Sozialministerium, teile ich das mit, dass ihr so in der Kammer arbeitet. Es ist ja so, du kannst ja so argumentieren, dass der Gutachter eine Kindeswohlgefährdung begünstigt hat durch sein Gutachten und im Endeffekt der Richter die Kindeswohlgefährdung begangen hat, weil er deinen Sohn dann im Grunde gezwungen hat, zur Mutter zu gehen, gegen seinen Willen. Das ist eine psychische Kindesmisshandlung. Von daher müssten eigentlich alle, die jetzt damit befasst sind, die in Garantenstellung sind, sicherstellen, dass das korrigiert wird. Das andere, was mir dazu einfällt, ist, so ein Gutachter wird ja immer vom Gericht mit einem Beweisbeschluss dann reingeholt ins Verfahren. Und die Sache ist aber die, wenn du dann bei einem Gutachten nachweisen kannst, dass es wahrheitswidrig ist, also objektiv falsch, und du machst eine Strafanzeige, dann schreibt dir die Staatsanwaltschaft, dass die Ermittlungen eingestellt werden, weil der Gutachter ja nur seine Einschätzungen auf Basis dessen, was ihm andere Leute sagen, dem Gericht weitergibt. Und dann fragst du dich natürlich, okay, dann ist ja so ein Gutachten aber kein Beweis, weil wenn die Staatsanwaltschaft im Grunde sagt, bei so einem Gutachten können wir nicht feststellen, ob das wahr ist oder nicht, weil es ja nur die Einschätzung ist, dann ist es aber auch kein Beweis vor Gericht. Also was ich gemacht habe, also das Verfahren vom Gutachter, das ist noch offen. Ja, also das Strafverfahren jetzt, ja. Ich habe selbstverständlich die Kindesmutter und ihre Freundin angezeigt. Wegen Nötigung, diesen Überfall an der Waschstraße. Habe ich. Wetzlar, die Staatsanwaltschaft Limburg-Wetzlar, hat das Verfahren eingestellt. Ich habe Beschwerde eingelegt und von der Generalstaatsanwaltschaft aus Frankfurt Mitteilung bekommen, dass eine Schuld festgestellt worden ist bei den beiden Frauen. Aber gering. Okay? Damit ist schon viel erreicht. Dass sie überhaupt reingeschrieben haben, geringe Schuld. Das heißt auch, dass der Grund für den Obhutnahme falsch ist, weil das sagt doch dann, dass das Video zeigt, dass die Frauen die Schuld tragen und nicht du. Also die erste Überlegung ist die, wie kann es sein, wenn ich jemanden um 10 Uhr abholen will, ja, und bin dann um 10 Uhr bei ihm, hier bei uns vor der Haustür. Um 10 bin ich da, steige aus dem Auto, gehe zur Klingel, nichts passiert. Ich drücke nochmal auf die Klingel, nichts passiert. Das dritte Mal auf die Klingel, nichts passiert. Ich greife zum Telefon, wo bist du? Ja, das ist der eigentliche Weg.
Aber um 10 Uhr und 4 Minuten war die gute Frau schon da. 2,5 Kilometer weiter. Und da gibt es zu dieser, wie komme ich dorthin, gibt es verschiedene Aussagen von also ihr. Einmal, ich wollte meinen Sohn abholen und war dann auf dem Weg nach Hause und habe ihn dann an der Waschstraße gesehen. Zwischen ihrem Weg nach Hause und der Waschstraße ist ein Berg dazwischen. Von 300 Metern. Kannst du gar nicht sehen, ja? Aber, oder auch wenn ich so, also sie ist uns hinterhergefahren. Der Junge wollte ja nicht mit. Ja? Der Junge wollte nicht mit ihr gehen. Und jetzt hat sie gedacht, wahrscheinlich, und ihre Freundin auch, der verdrückt sich jetzt. Also stellen wir uns, es ist hier eine Einbahnstraße, da kommst du nur aus einer Richtung raus, da positionieren wir uns jetzt hier und fahren den Zweien hinterher. Ja? Also sind die uns hinterhergefahren, 20 nach 9 sind wir hier los, dann zum Bahnhof, wieder zurück, ja? Und waren dann um 10.04 Uhr, 4 Kilometer weiter, wie dort, wo wir also wohnen. Okay? Da ist sie hinterhergefahren. Das sieht keiner, das will keiner sehen. Hm. Oder auch wenn ich jetzt mal überlege, da ist die Freundin da, die dann brüllt und hinterherfährt. Und es muss wohl die Freundin gewesen sein, die da gefilmt hat. Wenn es überhaupt gefilmt worden ist. Und jetzt kommt der Hammer. Ja, also der Junge hat immer gesagt, Mama taucht ganz plötzlich irgendwo auf, von denen sie nicht wissen kann, wo ich bin. Also der Junge ist, was der Kuckuck was. Und er hat ein Smartphone, ich habe ein Smartphone. Zum Smartphone gehört was? Ein Google-Konto. Automatisch. Ja, damit du Spiele runterladen kannst und, das gehört dazu. Und was ich als da gemacht habe bei seinem Telefon war, man guckt, mit wem schreibt er sich für sich, ja, was sieht er sich an, das sind diese Dinge, die man macht. Und was die Einstellung betrifft, ist es so, dass ich die Standorteinstellung alle auf seinem Telefon und auf meinem auch ausgestellt habe. Muss keiner wissen, wenn ich da lang fahre, dass es da Pizza-Werbung, keine Ahnung, brauche ich nicht. Okay? Gut. Und jetzt ist Folgendes passiert. Der hat sein Google-Konto gehabt, ja, seinen Namen, und dann gab es einen Wechsel beim Handy. Ja, und dann sehe ich, dass er ein anderes Bild hat auf seinem Google-Konto. Dann denke ich, nur hat er ein bisschen anderes Bild genommen. Ne? Okay. Und zu dem Zeitpunkt wusste ich das nicht. Du kannst die Handys, die zwei Handys, über Google Play in den Einstellungen miteinander verbinden. Das kannst du. Und dann war es Januar 2019. Bekomme ich eine Sicherheitsmail von Google, ihr Standortverlauf von ihm. Ja, dann bin ich in die Tiefe gegangen. Einstellungen, Sicherheit, Wiederherstellung und so weiter. Und da finde ich eine Telefonnummer, die ich nicht kannte. Kenne ich nicht. Ja, ich kenne seine Telefonnummer, meine natürlich auch. Und die zwei Handynummern von seiner Mutter, die kenne ich. Ja, sie ist Kundin, so wie ich auch, bei 1&1. Und bei 1&1 gab es oder gibt es einen Tarif, Festnetz und 4 SIM-Karten. Ja, okay. Und da hatte ich so einen Verdacht, da kriege ich die Mitteilung, wo er überall war. Ja, wo wir in Reha waren, wo wir... Das ist es. Ne? Ich hab also davon Hardcopies gemacht, ja, gesichert, Daten, alles klar. Und die Telefonnummer, da habe ich gewartet, habe den Jungen angesprochen, sage ich, kennst du diese Nummer? Nö, kenne ich nicht. Gib mal in dein Telefon ein. Ne? Kannte er nicht. Dann habe ich bei 1&1 angerufen. Oh, Ton weg wieder.
Nee, es passt. Okay. Und dann habe ich bei 1&1 angerufen, klar, Datenschutz darf man nicht sagen. Und dann habe ich gesagt, also ich vermute, das Telefon, die Nummer gehört dieser und dieser Person. Ja, wenn Sie uns das so direkt sagen, ja, gehört dieser Person. Dann hat sie also heimlich sich Zugang verschafft, ja, die Standortdaten verändert und da wusste sie immer, wo er ist. Mhm. Und du hast am Anfang diesen OLG-Beschluss genannt, mhm, wo ja gesagt wurde, das Kind sei aus der gemeinsamen Ehe hervorgegangen. Ja. In welche Zeit gehört dieser Beschluss? Dieser Beschluss gehört in das Jahr 2019. Also ich habe dann gegen diese Sorgerechtsübertragung auf die Kindsmutter, habe ich dann Beschwerde beim Oberlandesgericht eingereicht. Habe dann gesagt, also Handy wurde manipuliert, das Gutachten weist Fehler auf und, ja. Und dann schreibt mir das Oberlandesgericht, schreibt mir dann, lehnen die Beschwerde ab. Gibt keine Anhörung, kein gar nichts, schmettern es ab. Fertig, aus der Ehe ist entstanden. Okay, aber das heißt ja, du hast das Sorgerecht nicht zurückbekommen. Ich habe das Sorgerecht nicht zurückbekommen, nein. Rutsch mit dem Puckel runter mit dem Sorgerecht. Ja, jetzt mal pfeif auf das Sorgerecht. Es geht darum, wie fühlt sich denn das ein jetzt mittlerweile 13 Jahre altes Kind? Ja, mit 13 Jahren kann er doch eigentlich, da ist der Wille des Kindes schon fast maßgeblich. Ja, nur was der Wille gebrochen in der Einrichtung. Hm. Er kennt den Werdegang seines Bruders, was ihm widerfahren ist. Er saß schon mal 9 Monate im Loch. Der Bruder, ja? Der Halbbruder. Nee, er war ja nicht im Loch, sondern manch, er war 9 Monate im Heim. Okay, ja? Das Heim meinst du als Loch, ja. Ja, richtig. Ja? Also wenn, denn das habe ich dem Sachbearbeiter vom Jugendamt ja auch gesagt, entweder Verwandtenpflege oder wir machen das Nestmodell. Gott, was ist denn das Nestmodell? Ja? Die Erwachsenen gehen, das Kind bleibt. Ja, der Junge ist alt genug, er ist 11 Jahre alt. Ja? Damals, ja. Damals. Jetzt ist er ja 13. Ja. Richtig, er kann, ein 13-Jähriger, er bleibt in der Wohnung, dort wohnen, hat seine sozialen Kontakte, geht in die gleiche Schule, geht in den Sportverein, das macht er, ja, und wird von einem Dritten betreut. Dann gehe ich bin erwachsen, ich kann mich unter die Brücke legen, wenn ich will. Da kann ich schlafen. Kann mir keiner verbieten. Ja, ich kann in den Garten gehen, sonst was machen. Ne? Was denkst du denn, was ist da passiert? Also wie kann es denn sein, dass ein Vater, der sein Kind gut erzieht, der nicht gewalttätig ist, so habe ich jetzt verstanden, was die Situation bei der Waschstraße angeht. Ja. Ich habe ganz bewusst, du hast bewusst darauf geachtet, dass man dir da nichts anlasten kann. Ja, da ist man ja sehr schnell bei Männern, dass man sagt, die sind gewalttätig geworden. Und dann wird ein Video genannt als Grund, dir das Kind wegzunehmen oder euch das Kind wegzunehmen und ins Heim zu stecken. Und dann kommt ein Gutachter ins Spiel, der dann die Behauptungen übernimmt, ja, du seist irgendwie paranoid oder sonst was, ja. Gleichzeitig formuliert das eben so, dass man nicht wirklich sagen kann, er hätte das gesagt, sondern das ist quasi so eine abgeschwächte Form. Es reicht aber wahrscheinlich für den Richter, dann zu sagen, okay, zum Vater darf er nicht. Was ist da geschehen? Also warum kann sowas passieren? Also was einfach geschehen ist, der erste Kontakt zwischen Kindsmutter und Jugendamt war wohl im Jahre 2004. Der erste Kontakt, ja, wegen dem Halbbruder, dem Älteren. Mein Sohn, also unser Sohn ist ja geboren 2007.
Das sind Dinge, die weiß ich, die wusste ich ja nicht. Ja, man hat also über Jahre dort Hilfemaßnahmen drüber gegossen. Eine nach der anderen. Ein wunderbarer Wirtschaftszweig ist, sage ich mal jetzt ironisch, weil wenn man jetzt da kann man ja Leute beschäftigen mit so einer und Mutter. Und die Eltern dieses Einrichtungsleiters, der ist 32, 33 Jahre alt, ja, die betreiben die Einrichtung seit weiß der Kuckuck wann. Ja, ich kenne die Einrichtung vom Sehen, ich bin auf der anderen Seite der Lahn groß geworden, habe ich immer auf den Berg geguckt, meine Eltern gefragt, was ist da oben? Ja, das ist ein Kinderheim. Das waren so die 60er Jahre, das waren dann noch diese Nachwehen von dem Krieg stellenweise noch. Ja, wo dann Kinder Waisen geworden sind, weil die Eltern 49 an Typhus gestorben sind. Das waren so die Überbleibsel. Ja, man hat sich ganz einfach, es ist einfach die Denke, wir können dort die Maßnahme verkaufen. Also beidseitig gedacht. Einmal klar, es ist richtig, dass der Junge nicht mehr zu Gericht muss. Das stimmt. Ja? Okay. Und alles andere rutscht mit dem Puckel runter. Ja? Und wenn es nicht klappt, dann haben ja die Eltern noch eine Tageseinrichtung. Dann haben die Eltern noch das und das und das. Ja? Und ich hab in diesem Jahr so ein kleines Steckenpferd. Das ist die Datenschutzgrundverordnung. Ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen. Ja? Die ist klasse. Echt klasse. Und zwar, ich habe dann diese Einrichtung angeschrieben. Auskunft will ich haben. Ne? Weil das Jugendamt muss ja, was die Daten betrifft, bei einem selber erheben. Ja? Und darf sie nur unter bestimmten Voraussetzungen an Dritte weitergeben. Und ich weiß ja jetzt nicht, was über mich da gewesen ist, was geredet, gesprochen worden ist. Ne? Und dann habe ich also eine Anfrage in der Einrichtung gemacht. Ja? Und bekam erst eine allgemeine gehaltene Antwort, ja, allgemein. Dann sage ich, da bin ich nicht wieder einverstanden, ich will es genauer wissen. Und da bekam ich eine Aufstellung an Tagen, wann der Kontakt da gewesen sein soll. Und jetzt halte ich fest, am 19.06. geht der Junge dort in die Einrichtung, betritt er die Einrichtung am Abend. Aber ich soll schon am 16.06. dort gewesen sein, laut Aktenauskunft. Okay? Der Junge ging am 25. Februar 2019 zu seiner Mutter. Ich werde aber noch einmal erwähnt im April 2019, als dort gewesen zu sein. Der Junge hat seine Eltern einmal im Monat besucht. Das heißt, wenn er, und dazwischen war, also alle, einmal im Monat besucht er die Mutter, einmal im Monat besucht er den Vater. Und dazwischen waren die Wochenenden in der Einrichtung dran. Ja? Und auch da, als ob ich jetzt zweimal hintereinander er bei mir gewesen wäre. Das war der Umgang von der Mutter, nicht von mir. Ja, also solche Dinge kommen dann raus. Ja, und das ist wissentlich falsch. Ich war am 16., was schreiben die da in so einen Bericht rein? Also generell, lügen tut keiner. Nur, die sagen nicht alles. Die verschweigen. So würde ich das formulieren. Was willst du denn jetzt machen? Also dein Sohn ist ja jedes zweite Wochenende bei dir. Ja. Gehst du vor Gericht nochmal? Willst du das Sorgerecht wiederhaben? Sag ich dir ganz einfach, was ich jetzt wiederhaben will, ist, was ich jetzt haben will. Ich will, dass diese Ungerechtigkeit, dieser Mist, der dort passiert, ja, nicht nur, ich bin ja nicht alleine, ja, also das ist ja in,
zieh das durch ganz Deutschland. Ja? Ich will, dass sich da was ändert. Das ist das. Ich habe eine, nachdem ich diese Auskunft da von dieser Einrichtung bekommen habe, habe ich eine Beschwerde beim Datenschutzbeauftragten losgelassen. Beschwer mich drüber, weil es nicht richtig ist. Ja? Und das Gleiche mache ich auch mit, also habe ich auch gemacht beim Heise-Jugendamt. Genau das Gleiche in Grün. Ja? Auch. Und da hat man mich angerufen und sagen, das dauert noch ein wenig. Dann habe ich die Aufstellung und kann dann nageln, sage ich mal jetzt. Was war an dem Tag? Und vor allen Dingen, was auch eins ist, wenn du dir jetzt mal anguckst, zum Beispiel die Presse, was in Lüchte passiert oder passiert ist. Es werden 14 Strafverfahren eingeleitet. Alle 14 Strafverfahren werden eingestellt, weil man keinem den Vorsatz nachweisen kann. Da habe ich gesagt, verlass mich nicht, okay, kann passieren. Aber kein Vorsatz. Ja? Von allen. Jetzt soll in, die sind alle eingestellt worden. Und jetzt soll, möchte der Untersuchungsausschuss vom Landtag die Leute sprechen. Was war da, um es für die Zukunft besser machen zu können? 4 verweigern die Aussage, weil sie Angst haben, in die, ins Fettdäpfchen zu treten, sage ich mal. Ja? Und wenn ich mir das Ornigramm der Stadt Wetzlar hier ansehe vom Jugendamt, da ist dort ein Stück der Akte, da ist ein Stück der Akte und da ist ein Stück der Akte. Und jeder kann sagen, oh, nach der Akte, die mir vorlag, sagt das so und so aus. Das andere war im anderen Zimmer. Das ist das Ding. Und wenn jetzt die Stadt Wetzlar, klar, die sehen das als eine Art Strafarbeit, weil sie durch alle Abteilungen durchlaufen müssen und nach meinem Namen suchen. Aber wenn die Verwaltung von vornherein ordentlich arbeitet, eine ordentliche Aktenablage hat, dann werden so grobe Schnitzer nicht passieren. Feinheiten, Fehler gibt es für alle Menschen. Aber grobe Schnitzer wird es nicht mehr geben. Das ist mein Ziel. Ja? Dass dann also irgendwann, und das ist ja, das Jugendamt ist nichts anderes als eine Verwaltungseinheit, die der Bürgermeister vorhält. Ja, die er unterhält und das Jugendamt hält Hilfen für Familien vor. So heißt es am Papier. Ja? Und ich kriege eine Verwaltungseinheit nur anders, mit ihren eigenen Mitteln. Wir müssen anders arbeiten. Von außen werden die nichts machen. Wie geht es denn deinem Sohn damit? Also ist er gebrochen worden? Oder merkst du der... Ja, er ist gebrochen worden. Er hat Angst. Also nicht so, dass er jetzt in der Ecke sitzt und zittert. Ja? Aber das, was ihm da passiert ist, angefangen von dem Beobachten, Bespitzeln, ja, nicht ernst genommen werden, vom Überfall, dann in einer Einrichtung sitzen zu müssen gegen seinen Willen, ja. Und er hat halt Angst, dass wenn er den Mund aufmacht, dass er wieder in die Einrichtung kommt. Davor hat er Angst. Und er hat ja auch erlebt, dass sein Vater ihn nicht beschützen kann. Ich kann ihm nicht helfen. Ich kann ihn nicht beschützen, stimmt. Und da kam mir jetzt die Tage der Gedanke, wieder den Erziehungsbeistand. Ja, die Mutter will es nicht. Ja, die will es nicht. Das ist doch vergebene Lebensmittel, weil du hattest schon Erziehungsbeistand, die fanden alles gut. Dann kommt irgendein Gutachter rein und behauptet irgendwas anderes, ja. Und dann bist du wieder ein schlechter Elternteil. Also eigentlich, man kriegt ja den Eindruck, wenn das Gericht und der Gutachter das wollen, dann können die dich auch als schlecht darstellen. Also ich formuliere es. Ich bin bei dir. Also der Gutachter hat es noch gut gemeint. Er hätte ja schreiben können, der Junge muss in der Einrichtung bleiben. Dann bleibt er dran bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag.
Er hätte auch genauso schreiben können, der Prüfer hat einen derartig an der Klatsche, ja, er ist eine Gefahr für sich und andere. Aber was, wenn es willkürlich ist und du als Gutachter alles behaupten kannst, ja, weil du forensischer Gutachter bist, psychiatrisch ausgebildet und so weiter, dann kannst du alles behaupten, dann ist die völlige Willkür da. Also so gesehen, ja, er hat nicht das Allerschlimmste empfohlen, aber wahrheitsgemäß war es ja wohl sowieso nicht. Es war nicht wahr, nein, absolut nicht. Also ich habe jetzt nur eine Formulierung, die ich im Kopf habe, ist folgendes. Ich habe 2012 das letzte Mal den Haushalt betreten, bin der Mutter 2014 begegnet, ja, und dann 2018. Okay? Er schreibt, bei fast jedem Zusammentreffen kommt es zu Konflikten. Ist es falsch? Ist es richtig? Ja? Na? Also, ein Dritter, der das liest, denkt sich, naja, jede Woche sind die Kesselflicker unterwegs. Ne? Bei fast jeder Gelegenheit kommt es zu Konflikten. Weißt du ihm auch, ja klar, alle 2014 gesehen, 2018, alle 4 Jahre, ja, werde ich angesprungen, ja, gehe der Frau aus dem Weg, dann ist es die Angst, die ich vor ihr habe, aber ich will dem Sohn sowas nicht zeigen, das muss ein Kind nicht sehen. Sie hat mich 2014 angespuckt, da waren die Kinder dabei. Das muss ein Kind nicht sehen, wenn jemand so unberechenbar ist. Ja? Oder, also das ist das, was ich möchte, dass sich an dem System etwas ändert. Und jedes Mal, weil du Strafverfahren gesagt hast, jedes Mal dann, wenn ein Strafverfahren eingestellt wird, weil der Staat ist so argumentiert, die Staatsanwaltschaft so argumentiert, das ist die Privatautonomie. Da mischen wir uns nicht. Ermittlungsverfahren. Richtig, ja. Ne? Ein Strafverfahren, weil dann wäre es ja schon vor Gericht. Richtig, ne? Ja. Also Sie sagen, also in diesem Ermittlungsverfahren, da ermitteln wir nicht, weil es ist ein Konflikt der Familie. Hm. Also ich sage jetzt mal Folgendes. Es ist eine Sache der Körbchengröße auch. Hätte ich Körbchengröße, ja, ich garantiere dir, hätte ich es diese Vorwürfe gemacht, ja, hätte ich der Mutter unterstellt, sie hat eine scharfe Waffe, dann hätten sie zu mir gesagt, Prüfer, du bist 2 Jahre aus dem Umgang draußen oder 1 Jahr, ja, bist draußen. Oder wenn ich das Handy manipuliert hätte, man hätte mich geteert und gefedert, zu Recht. Zu Recht. Das macht man nicht. Man spitzelt niemanden, man spioniert niemanden aus. Das macht man nicht. Ja? Unabhängig von diesen anderen Dingen, soll es nicht in Sport gehen, das nicht, das nicht, das nicht. Aber das ist offensichtlich. Also die anderen Dinge, der Junge hat das mal von sich gegeben im Protokoll, das finde ich klasse. 8 Jahre alt war der. Streit der Eltern, ne? Da hat er, nein! Die Mama streitet sich mit mir und der Papa streitet sich mit dem Jugendamt. Ja, also hat er mit 8 Jahren erkannt, um was es geht. Mhm. Er hat es verstanden. Oder es gab noch vor dem Gutachten auch ein Gutachten, eine Gutachterin. Das gut, also 2012 bin ich das letzte Mal in die Wohnung rein, da war der Junge 5. Okay? Und die Gutachterin hat dann 2014, also 2 Jahre später, ja, da war er 6,5, ne? Damals war er 4,5, so, hat sie ihn gefragt, wie das denn so ist bei der Mama. Ne? Und sie sagte, ja, es ist laut. Und wenn sich Papa und Mama streiten, dann gehe ich zu meiner Schwester ins Zimmer. Ja? Also wer sich dort gestritten hat, das war die Mutter und der Vater von seiner Halbschwester. Nicht ich. Weil ich,
Jetzt frage ich dich mal, du hast ja auch Kinder. Ich war 2 Jahre lang nicht in der Wohnung der Mutter drin. Ja? Wen meint er dann mit Mama und mit Vater? Ja, nicht sein Vater, sondern den Vater seiner Schwester. Hm. Ja, es gibt ein Bild, die machen ja immer so gerne diese Therapeuten so ein Familienbild. Ne? Da malt er Familienbild, also Bruder, Mutter, Schwester und der Vater ist ganz rechts gemalt im Auto sitzend, wo die Tür offen ist. Weil ich nicht die Wohnung nicht betreten habe. Also man kann diese Dinge, die Kinder von sich geben, kann man lesen. Die kann man verstehen. Oder wenn die Verfahrenspflegerin, die Mutter hat ja das mit der Waffe, ne? Ja? Da zum Thema gemacht und ist ja überprüft worden und danach macht sie ein Umgangsverfahren, vielleicht habe ich das gerade noch mal hier. Moment. Ja. Okay. Sekunde. Also, die Rechtsanwältin Bettina Seibert schreibt im Dezember 17. Ja, schreibt sie. Moment. Jonas, das kommt sein. Achso, ne? Am 18.12. telefonierte ich mit Frau. Auch sie hatte das Bedürfnis, mir von den Problemen seit dem letzten Anhörungstermin zu berichten. Inhaltlicher Schwerpunkt lag auf den Zusammenhängen zwischen den vorausgegangenen Ereignissen. Gespräch mit dem Jugendamt wegen scharfer Munition. Und dann geht es weiter nach Ansicht der Kindsmutter. Sie sei der Ansicht, dem Jungen geht es in meinem Haushalt schlecht. Warum fragt diese gute Dame nicht mal die Kindsmutter, sagen Sie mal, wie kommen Sie denn auf die Idee, dem Vater sowas zu unterstellen? Hm. Ja? Oder noch eins ist auch so. Ach so. Dann sagt sie, dann hat die Kindesmutter, also der Junge wollte bei einer Abholsituation nach der Schule, wollte er nicht mit. Ja? Sagt er will nicht zu ihr, ist doof und sowas. Ne? Und dann formuliert das die Frau so, die Kindesmutter. Als die Kindesmutter habe das richtig gestellt, und ihm auch versprochen, dass niemand ins Gefängnis gehen müsse, wenn er jetzt mit ihr geht. Und dann ging er mit. Also er will doch der Junge zur Mama. Weil sie ihm gesagt hat, wenn du nicht mitkommst, dann schicke ich deinen Vater ins Gefängnis. Okay? Und was macht der Junge? Er will zur Mama. Er hat sich geopfert für mich. Weil er nicht wollte, dass ich ins Gefängnis komme. Davor hat sie ihm Angst gemacht. Ich gehe nicht ins Gefängnis, aber davor hat sie ihm Angst gemacht. Da war er 9 oder 10. Und das Gleiche an der Waschstraße auch. Ich mach deinen Vater platt. Und die Schwester, 9 Jahre alt, ist dabei. Und die Freundin filmt auch die Schwester, wie sie weint und heult und völlig aus dem Häuschen ist. Ja, da haben ja diese Angriffe gegen dich im Grunde dazu gedient, deinen Sohn einzuschüchtern, damit er loyal zur Mutter steht. Richtig. Und nicht zu dir. Und auch, dieser Überfall, entweder so wie du sagst, ja, oder wenn er nicht bei mir lebt, dann aber bei dir auch nicht. Hm. Wenn ich das Schippchen nicht haben kann, dann kriegst du es aber auch nicht. Edge, mach ich dir kaputt. Ja, und die Heimeinrichtung hat es ja fortgesetzt. Diese Heimeinrichtung und diese Erpressung, diese emotionale. Genau. Er hat sich gewünscht, so und so soll der Umgang zu seinen Eltern sein, als Wochenende da und so weiter. Ja? Und dann sofort, ich habe der Einrichtung diesen Umgangsbeschluss
nicht Beschluss, sondern Vergleich, habe ich dir ein paar Mail zukommen lassen. Ich bin nämlich so einer. Ich rede zwar auch viel jetzt mit dir, aber wenn es darauf ankommt, was mache ich, dann schreibe ich. Und ich habe den, bekommen, ja, und leite den per E-Mail weiter. Und 2 Stunden später kriege ich von der Einrichtung die Information, wir machen es hier anders. Also gegen den Willen von dem Jungen. Ja? Ja. Und wenn ich dann in dem Moment etwas sage, jetzt mal in der Form, ich war ja dann auch beim Bürgermeister. Der hat mir einen Termin gemacht beim Amtsleiter. Ja, aber was sagt der Amtsleiter? Prüfert, hol ihn ab, Telefon ist schneller. Ja, was heißt das? Bevor du im Auto sitzt, habe ich dort angerufen, der Junge wird woanders hingefahren. Punkt. Auch wenn man dem Kind nur sagt, wir gehen jetzt ein Eis essen. Ja, also positiv. Wir gehen jetzt ein Eis essen. Ja, was willst du machen? Willst du 3 Stunden, willst du dich da mit dem Zelt da hinlegen oder was? Ja, also dann weißt du, dass du keine Möglichkeit hast. Dass er den Mund halten muss. Und diejenigen, die den Mund, wir haben uns ja kennengelernt über diese Gruppe, ne? Also, ja. Ich war bis vor 10 Jahren war ich aktiv, das war bei Wer kennt wen? Ja, gibt es ja nicht mehr, ne? Da auch was um Eltern und Gleichberechtigung, was da was damit zu tun hat. Es gibt natürlich auch Fälle, da ist es richtig, dass es wie es ist. Ja, aber jetzt überlegt da mal wirklich, wer geht an die Öffentlichkeit, was wir hier machen, der Dreck am Stecken hat. Also wenn ich so egoistisch gewesen wäre, ja, der nur an sich denkt, die Bedürfnisse des Kindes nicht sieht, ja, weißt du was, ich würde die Schnauze halten, auf gut Deutsch gesagt. Ich würde den Mund halten, mich in die Ecke stellen und schämen und hoffen, dass hier, weil ich lebe ja in Wetzlar seit Jahr und Tag. Ich bin zwar kein Wetzlarer, ja, aber man kennt mich. Da würde ich den Mund halten und hoffen, dass es die Leute schweigen. Ja? Und ähnlich bei dir ja auch. Ich meine, du stehst ja auch irgendwo im Leben. Ja, du gehst ja auch vor die Tür und da gibt es mit Sicherheit den einen oder anderen, der entweder dich direkt anspricht oder vielleicht seinem Bekannten gerade so sagt, du, das ist der Sandro, ich habe von dem ein Video gesehen. Ich bin ja mal beim Einkaufen angesprochen worden. Ja, ja, ja. Von einer Frau, die gesagt hat, sie finden das gut, was ich da mache. Und ihr ging es selber so. Ja. Erwin, wir müssen leider zum Ende kommen. Also, wir haben ganz herzlichen Dank, dass du euer Schicksal mit uns geteilt hast, dass du uns detailliert gezeigt hast, wie so eine Konstruktion Stück für Stück aufgebaut wird, bis hin zu einem Gutachter und einem Richter, die dann vollziehen, die nur dazu dient, ein Kind zu brechen und es dahin zu tun, wohin man es haben will, auch gegen den Willen des Kindes. Ich glaube, das ist hier eindrücklich und ich würde sagen, auf beschämende Weise für die deutschen Behörden und Gerichte, auch für den Gutachter hier klar geworden. Ganz herzlichen Dank und ich hoffe, dass du die Kraft weiter hast für deinen Kampf und dass du und dein Sohn euch weitersehen könnt und euch auch mehr sehen könnt als derzeit. Ich danke dir, die Kraft habe ich. Ja, also ne? Ein Wunsch habe ich oder ein Ziel auch, dass ganz, ganz viele Menschen in diesem Land jeden mit einer Auskunft nach der Datenschutzgrundverordnung, jedes Jugendamt, jede Einrichtung, Pflegeeltern, was auch immer, wer auch immer Kontakt hat, in irgendeiner Form Informationen haben kann oder könnte, die anzufragen, damit da eine Struktur, ein Stückchen Ordnung reinkommt. Damit so Dinge wie in Lüchte, ja, nicht passieren können, oder vielleicht weniger passieren können.
wo das dann hin und her geschoben wird. Ja, das war in der Akte, das war da, konnte ich nicht, also wissen. Ja, weil das ist der eigentliche Punkt, um den es geht. Ja, also ich sage jetzt mal wirklich so, uns geht es ja noch gut im Vergleich zu anderen. Ja, also, ne? Ja, aber trotzdem, das darf es nicht geben. Das darf es nicht geben. Also Fehler, es geht darum, Fehler nicht mehr zu machen. Ja, hoffentlich weniger. Und ich danke dir, dass du mir die Zeit gegeben hast, hier die 2 Stunden. Und vielleicht trifft man sich ja nochmal wieder. Ja, weil bei mir gibt es noch was noch mal zu erzählen. Also ich habe noch Verwaltungsgericht offen und es sind noch einige Sachen, aber die will ich jetzt im Moment noch nicht behalten. Ja? Das machen wir. Okay. Super. Ja, vielen herzlichen Dank nochmal. Ja, bitteschön. Ne? Ja, okay, ciao. Du schaltest mich jetzt aus, ja?